Ja, hu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen Paper Rollenspiel. Wir spielen heute ein Prelude im System Chroniken der Engel. Und wir, das ist der Quali, weil der Esel sich immer selbst zuerst nennt. Und Hotney spielt heute Inariel. Hallo. Ja. Ja, es geht schon ganz gut was ab im Chat, wurde schon vorgespielt, habe ich gehört und gelesen. ja, mal schauen, ob wir da heute auch noch ein bisschen anknüpfen können. Das Ganze ist, wie ich eben ja schon gesagt habe, ein Prelude. Das heißt, ich mache das wieder wie bei den anderen auch, dass ich kurz für die, die es noch gar nicht kennen und das allererste Mal Engel gucken, ein bisschen was zum Setting erkläre. Und dann spielen wir die Vorgeschichte von Inariel, dem Urielit, und zwar ab dem, ab seiner Geburt quasi, ab seinem Erscheinen auf der Welt. Kurz vorweg, falls ihr irgendwie dieses Engelsystem ist ein ja nicht ganz einfaches Setting und neigt dazu, dass man aufgrund der Thematiken, die angesprochen werden, leicht getriggert werden kann, wenn man es irgendwie um Kinder oder um andere Sachen geht, religiöse Sachen zum Beispiel oder so. Also bitte, wenn ihr irgendwas hört oder seht, was euch nicht gefällt und was euch triggert oder so, bitte schaltet aus und guckt was anderes an. Also keine, ne? Ich zwinge ja keinen, das hier zu gucken. Ja. Okay, das nur vorneweg. So, wir spielen Engel und ich blende euch wie beim letzten Malen auch die Karte mal ein, denn wir spielen in Europa, im Europa der Zukunft, nämlich 2654 nach Christi Geburt. So sieht Europa zu dieser Zeit aus und wie ihr vielleicht erkennen könnt oder auch nicht, vielleicht kann man Europa gar nicht mehr so richtig erkennen. Aber diese Europakarte sieht etwas anders aus als das, was ihr vielleicht gewohnt seid. Das liegt daran, dass es Katastrophen gegeben hat zwischen jetzt und dieser Zeit. Und zwar mehrere davon. Eine große Katastrophe ist, dass die Polkappen abgeschmolzen sind. Und daraufhin der Wasserstand sich natürlich erheblich, der Wasserstand der Meere sich erheblich geändert hat, angehoben hat. Und deswegen gibt es hier so viel Wasser und so wenig Landmasse. Das ist natürlich eine ganz schön krasse Katastrophe. Die ist gleichzeitig damit passiert, dass es einen Krankheitsausbruch mehrere Male hintereinander gegeben hat. Und zwar vor einigen hundert Jahren hat es eingesetzt, diese Polkappenschmelze, und gleichzeitig sind die Menschen am sogenannten Veitstanz erkrankt. Der Veitstanz hat alle Menschen, die älter waren als 14 Jahre, das Leben gekostet innerhalb von wenigen Tagen. Viele sogar von wenigen Stunden. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was mit unserer Erdengesellschaft passiert, wenn auf einen Schlag innerhalb von wenigen Tagen alle über 14-Jährigen sterben. Und das ist in Abstand von mehreren Jahrzehnten, hat sich das wiederholt. Also jedes Mal, wenn die Gesellschaft sich wieder erholt hatte davon, es wieder Erwachsene gab, das Ganze wieder und wieder und wieder. Es hat dazu geführt, dass das Kindsein in der jetzigen Gesellschaft natürlich um einiges stärker angesehen ist. Der Veitstanz ist lange nicht mehr ausgebrochen, 2654, aber die Erinnerung an den Veitstanz ist immer noch vorhanden. Und was nicht mehr vorhanden ist, ist allerdings das Wissen um das, was wir heute Gesellschaft nennen. Und ihr könnt euch vorstellen, 14-Jährige, die überleben müssen, wenn gleichzeitig die Polkappen anfangen zu schmelzen. Das ist schon hart. Und wenn das noch nicht genug wäre, seht ihr hier so kleine schwarze Streifen auf dem Bild. Das sind die sogenannten Fegefeuer, die es zusätzlich noch gegeben hat. Große Flammensäulen, die sich über Land und Wasser bewegt haben und totes Gelände hinterlassen haben aus, ja, wenn man das betritt oder wenn man mit dem Schiff reinfährt, wenn man drüber fliegt oder sonst irgendwas macht, da kommt man nicht mehr lebend raus, weil es einfach toxisch ist und ist nicht überlebt, den Kontakt mit diesem sogenannten Brandland.
Aus dem Brandland heraus allerdings sind auch noch finstere Kreaturen herausgekommen, nämlich insektenartige, große, riesige, dämonenartige Wesen, die die Menschheit angegriffen haben. Und ja, jetzt könnt ihr euch selber denken, wie krass das die Gesellschaft verändert hat. Wenn die Polkappen schmelzen, es nur noch Kinder gibt, also 14-Jährige, die Ältesten, so, und dann auch noch Dämonen anfangen, die Menschheit anzugreifen, ist nicht ganz so einfach. Gott sei Dank gab es Hilfe, nämlich gab es den sogenannten den Papst einer sich neu gegründeten Kirche, nämlich der Angelitischen Kirche. Er hat Leute um sich gesammelt. Und ja, der Papst hat ein besonderes Merkmal, denn der Papst ist auserwählt von Gott. Und wie kriegt er das hin? Also warum glauben ihm das die Leute, dass er auserwählt ist von Gott? Weil er schon seit Jahrhunderten 14 ist und nicht altert. Könnte man sagen, ja okay, ist schon krass, aber Und dann hat er tatsächlich noch was geschafft, nämlich gegen diese Insektendämonen, die sogenannte Traumsaat, etwas entgegenzusetzen. Er hat nämlich Gott um Hilfe angefleht und der hat ihm die Engel geschickt. Ja, und ja, seitdem Petrus Secundus um Hilfe von Gott gebeten hat, gibt es Engel auf Erden. Und in verschiedenen Bereichen von Europa haben sich Engelsburgen gegründet. Zuerst in Roma Aeterna, der Hauptstadt von Europa und der Hauptstadt der Angelitischen Kirche. Und dann später auch noch in anderen Städten. In den anderen Preludes habt ihr ja schon Raphaelsland und Gabrielsland ja schon gesehen. Wir befinden uns heute in Urielsland. Auf der Karte zu sehen, da wo Frankreich ist heute ungefähr. So, ja. Also, wir könnten jetzt nicht sehen, wo ich mit dem Mauszeiger hinschreibe, aber stellt euch frei, Frankreich. Montsalvage heißt die Stadt, in der der Himmel, das so nennt man die Engelsburgen, der Himmel, der Engel des Uriel steht. Und ja, da fangen wir heute an. Um noch ein bisschen weiter was zum Setting zu erklären, falls das nachher auch noch nicht ganz klar sein sollte. Die Kirche hat natürlich Einfluss auf die Gesellschaft, da sie die Menschen vor der Traumsaat schützen und ist so die stärkste gesellschaftliche Kraft. Das, was die Menschen eint, das, was die Menschen schützt. Und hat aber Gebote erlassen, denn die Petrus Secundus weiß natürlich ganz genau, warum Gott die Menschen mit dem Fegefeuer und den Traumsaatkreaturen und mit dem Veitstanz und mit allen anderen Katastrophen gestraft hat, denn die vorsinnflutliche Menschheit hat natürlich Sünden ohne Ende begangen. Zum Beispiel haben sie Technik benutzt, ohne darüber nachzudenken, was diese Technik macht. Oder ja, das ist die allergrößte Sünde. Und sie haben sich natürlich von Gott abgewandt, haben nicht auf die Kirche gehört. Und ja, wer jetzt denkt, das gibt ja Parallelen zur jetzigen existierenden Kirche, den muss ich auch sagen, die jetzt existierenden Kirchen gibt es in diesem Setting auch nicht mehr. Die sind komplett wie alles andere, was wir heute Gesellschaft nennen, vom Planeten ausradiert. Es gibt noch Überreste von den heutigen Sachen. Es gibt noch Städte und Windräder, die irgendwo in der Landschaft stehen. Aber kein Schwein weiß mehr, wie die funktionieren und wofür die gut waren. Und diese Kirche, die Angelitische Kirche, ist nicht die gleiche Kirche, die wir heute kennen. Die ist neu gegründet auf der Basis des Christentums, Islam, ganz viel Mischmasch. Ohne da jetzt genau irgendeine Religion zu haben. Genau, es gibt Technikverbot. Niemand darf Technik benutzen, weil Technik ist böse und führt zum Veitstanz oder zur Sinnflut oder noch zu schlimmeren Sachen. Und dann haben die Menschen irgendwann festgestellt, ja, wenn wir denn aber in diesen bösen, wenn wir Bücher lesen und so und lernen und so, dann führt das ja zwangsweise dazu, dass wir irgendwann neue Technik erfinden. Deswegen hat die Kirche irgendwann erlassen, dass nur die Auserwählten und der Kirche selber lesen und schreiben dürfen. Ist ein bisschen anders als im Regelbuch beschrieben. Ich finde das ein bisschen inkohärent, weil da geht es eigentlich darum, dass komplett Lesen und Schreiben verboten ist. Aber andererseits wird ständig davon geredet, dass irgendjemand Briefe schreibt und Bücher liest und sonst irgendwas. Deswegen
denke ich mir, die Elite kann schon lesen und schreiben. Ich stelle mir das mal ganz gut so wie im Mittelalter in Deutschland auch vor, wo halt auch nicht jeder lesen und schreiben konnte, bis es dann so eine Reform gab, die Reformation mit Luther hat das richtig eingesetzt, dass die Leute auch in Schulen gehen konnten, auch wenn sie vom niederen Stand waren. Gut, ja, das ist grob das Setting. Und wir befassen uns heute mit einem Engel, mit einer Himmelsgestalt, mit einem Streiter des Herrn, der frisch auf die Welt kommt und mal schaut, was da so ist. Und das ist ein Engel des Uriel. Die Urieliten stehen für die Naturverbundenheit und für Flugkunst, für den Kampf mit Pfeil und Bogen, für ein bisschen Heimlichkeit. Ja? Man sagt Urieliten zu, was man, wenn sie es nicht wollen, sie gar nicht bemerken würde. Und was sie auf dem Ordenssymbol, was ihr auf dem Ordenssymbol sehen könnt, ist das große Auge. Das ist ein auch ein Zeichen der Urieliten. Das zentrale Ordensmerkmal ist das große geöffnete Auge. Und das steht halt auch dafür, weil die Urieliten die Eigenschaft haben, Finder der Wege zu sein und Kartenmaterial zu sammeln und den allgemeinen Ruf haben, zu sehen, die Wahrheit zu erkennen und alles, also von Sinneseindrücke schneller, besser und allgemeiner wahrnehmen zu können. Das sind die Urieliten. So, und ich sehe gerade, dass das Hotness-Bild ein bisschen falsch ist bei mir hier. Ich muss mal eben wieder korrigierend eingreifen. Und schon haben wir Skype-Werbung in unserem Stream. Nein. Nein. Nicht gesponsert. Wir sind nicht gesponsert. Noch nicht. Liebe Skype, wenn ihr uns sponsern wollt. Microsoft, ihr wollt bestimmt Koalis sponsern. Ja. Okay, wir gehen mal in das Setting hinein, was ich euch gerade beschrieben habe. Unser Blick richtet sich auf Inariel, den Engel. Und unser Blick ist gerade der Blick von Inariel selbst oder die Sinneseindrücke von Inariel selbst. Denn eben noch sich im Himmel wähnend, jetzt mit einem Ruck herausgerissen aus dem himmlischen Reich, nicht mehr wissend, wie es dort ist, von irgendetwas getrennt, was ihm einmal damals vertraut war, von Wärme, von Nähe, von wer weiß, wie Inariel wirklich den Himmel wahrgenommen hat. Alles das wegradiert, ausradiert, weggenommen. Alles, was bleibt, ist ein langer, lichter Tunnel und das Gefühl des Fallens, Schmerz, Beengtheit und dann Schwärze. Kein Licht, nur noch der Schmerz auf der Haut, so als ob man begrenzt wäre. Nicht mehr wirklich man selbst. Irgendetwas anderes. Augen aufschlagend, wissend, was Augen sind, aber ins Leere, ins Dunkle blickend. Keine Geräusch wahrnehmend. Einfach nur schwarz, dunkel. Kälte. Nein. Nein, das ist falsch. Es ist hart. Ja, es ist hart, genau. Es ist hart, als worauf du deinen, was auch immer es ist dein Körper gerade bewegst. Es ist hart. Ja, ich fange langsam an, diesen Körper
zu bewegen. Wahrscheinlich etwas steif und versuchen, diese Gliedmaßen irgendwie zu koordinieren. Ja, es ist völlig ungewohnt für dich. Du hast so ein Gefühl des Schwindels irgendwie, dass du versuchst, dich aufzurichten, kannst dich kaum gerade halten. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man irgendwie einen über den Durst getrunken. Also nicht, dass Inariel wüsste, wie das ist, wenn man einen über den Durst trinkt, aber ich glaube, Hotney weiß, wie das ist, wenn man einen über den Durst trinkt. Und ja, so, also so ein, alles dreht sich und... Warum ist es kalt und dunkel? Taste mal nach irgendwas. Ja, die Gliedmaßen, die Beine, die Arme, die Flügel, die in irgendwas stoßen. Ja, du tastest an dir selber vielleicht und merkst tatsächlich, du hast kleine Ansätze von Flügeln auf dem Rücken, keine ausgewachsenen Flügel, sondern ja, stumpfe Flügel vielleicht, so kleine Ansätze, die du auch bewegen kannst. Du kannst diese Ansätze bewegen, aber es fühlt sich merkwürdig an, irgendwie auf deinem Rücken. Macht auch das Gleichgewicht halten, wenn man steht, irgendwie schwer, weil es halt ein Gewicht ist, was auf dem Rücken ist, womit man erstmal klarkommen muss. Erstmal irgendwie aufsetzen und tasten, worauf ich hier eigentlich sitze. Ja. Warum ist denn hier niemand? Es ist, wie gesagt, unglaublich düster. Man kann die Hand vor Augen nicht sehen. Du tastest an das herunter, ist irgendwas Steiniges, was mit irgendetwas bestreut ist. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Stroh oder so. Was, woher du auch immer weißt, was Stroh ist, aber... Strohig, würdest du, das kommt dir in den Kopf, strohig. Instinkt. Zerreiben und auch dran riechen. Es liegt so ein bisschen herb. Wie frisches Stroh. Die Beine versuchen zum Boden auszustrecken und erstmal stehen. Ja. Ja, du hast ja eben auch instinktiv gerufen. Ist jemand hier? Das hörte sich vielleicht für irgendjemanden, der es vielleicht hätte gehört, merkt wie ein Kauderwelsch an. So richtig reden und sprechen. Du weißt instinktiv, wie man das macht, und es kamen Laute aus deinem Mund. Ja. Aber du hast es auch verstanden, was du meintest. Frage ist halt, ob andere Menschen oder andere Wesen, die es vielleicht hier gibt, oder vielleicht gibt es hier gar nichts anderes, ob die das verstehen. Warum liegt hier Stroh rum? Ja, das würde ich mich auch fragen. Ja. Mit den Füßen tasten, worauf ich stehe. Ist das auch Stroh? Stehst auf, ist, nee, ist kein Stroh, es ist eher wie eine Art Moos auf dem Boden. Weich. Ein bisschen die Zehen da drin bewegen und wühlen so ein bisschen. Und dann erstmal versuchen zu stehen, aufstehen. Und im nächsten Moment wieder zurückfallen auf dieses Strohlager. Soll mir jemand helfen? Ich bin allein. Ja. Das Gefühl brennt sich vielleicht jetzt schon in Inariels Empfinden hinein, dass ich bin allein, weil lange niemand auf die Rufe antwortet. Suche ich mich mal wieder aufzustehen. Wahrscheinlich dauert es eine Weile, wie lange, keine Ahnung. Bis ich. Wer weiß, was Zeit ist. Und ein paar Schritte gehe. Aber am besten irgendwie an diesem Strohlager entlang. Irgendwas muss man ja spüren mit den Händen tastend. Wenn du es tastest, wie so ein kleiner Sockel an, auf dem halt oben so dieses strohige Zeugs drauf liegt. Wahrscheinlich erstmal um diesen Sockel drumherum gehen, wenn der nicht an irgendeiner Wand dran ist. Der steht frei in der Mitte eines Raums, wenn du den Raum ein bisschen durchläufst. Irgendwie du hast Zeit, weil niemand meldet sich bei dir. Irgendwie stößt du irgendwann an eine Wand, die dich begrenzt. Du siehst nichts, weil es ist dunkel. Dann die Wand entlang spürend
ob sich sie irgendwie verändert oder ob es Stein ist. Steinig fühlt es sich an, ja. Kalt Hin ist. und wieder aber auch bewachsen mit irgendetwas. Ja, es fühlt sich lebendig an, also so Pflanzen wahrscheinlich. Warum, was auch immer Pflanzen sind, aber es kommt dir, das ist der Begriff Pflanzen in den Kopf. Was auch immer das ist. Dann einmal diesen Raum, wie groß auch immer er ist, wenn ich ja hier Geräusche mache, halt das? Ja, Verklingen die oder kommen sie auf dem zurück? Boden ist dieses Moosartige. Das heißt, wenn du auf den Boden stampfst, wird das gedämpft durch das Moos. Wenn du dann versuchst, an die Wand zu klatschen, da sind halt diese Pflanzen an der Wand, diese Schlingpflanzen oder was auch immer es ist. Es halt, dämpft halt ständig die Geräusche, die du versuchst zu machen. Du machst natürlich Geräusche. Ja. Aber ob das jetzt jemand hört, du rufst ja auch ständig. Das erste Mal die Wand entlang gehen und spüren, ob sie sich irgendwann verändert, außer Stein und Pflanzen. Es dauert eine Weile, bis du den Raum abläufst, der relativ groß ist. Und dann nimmst du das erste Mal etwas wahr, das sich wie Licht anfühlt, das auch zum ersten Mal auch in den Augen dann wehtut, weil es das erste Licht ist, was du siehst. So ein kleiner Lichtstreifen, der sich am anderen Ende des Raumes irgendwie erhebt. Da direkt, sobald ich das sehe, drauf zustürzen, tatsächlich stürzen, zu Boden gehen, mich mit den Händen in dem Moos wieder abstützen, aufstehen und Ja, mehr auf das Licht, stolpernd als wirklich laufend, auf das Licht taumelnd. zustürzen. Ja, siehst du mehrere Gestalten, die in einem Lichtkegel stehen, in grüne Kutten gewandet, schlagen die Kapuzen zurück, umgehängt. Über der Kutte hängt ein großes hölzernes Symbol an einer Kette um den Hals. Ein großes, offenes Auge. Wer seid ihr? Hilfe! Ich gehe auf sie zu. Das ist das Einzige, was es hier gibt. Es ist Licht, es ist Nähe. Ich laufe darauf zu, wie eine Motte auf das Licht. Ja. Ja, Gestalt, wenn du ihr näher kommst, nimmt dich in den Arm, also stützt dich und hilft dir gerade zu stehen und richtet dich so gut sozusagen auf. Eine andere Gestalt umschlingt so deinen Körper mit wärmenden, es ist Kleidung, so ein Überwurf, den man dir überstülpt, der sofort Wärme in den Körper fahren lässt. Danke. Wo bin ich? Die Gestalten beginnen zu sprechen. Und du verstehst Verstehe euch es nicht. nicht. Du musst dich schwer konzentrieren und alles kreist und wimmelt noch so in deinem Kopf und du versuchst irgendwie Sinn in dem, was sie sagen, zu erfahren. Aber noch in dem jetzigen Status verstehst du kein Wort. Ich halte mich erstmal an dem fest, der mich irgendwie gehalten hat. Man stützt dich auch. Kommt noch jemand Drittes dazu, der dich irgendwie von beiden Seiten, die nicht für sehr nett, also nicht irgendwie rau oder so festhalten, sondern die dich stützen, dich hochhalten. Und ja, man bringt dich in das Helle, was jenseits von dem ist, was dunkel ist. Darauf zu. Das ist so ein Gefühl von Erlösung, endlich, nach ewiger Zeit, Ja. Finsternis. Ich sag denen das, ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier war. Und ja, man schaut sich nur so an, die reden halt untereinander auch. Und du kannst sie nicht wirklich verstehen, du hörst so merkwürdige, so ein Kauderwelsch. Aber sie sind auf jeden Fall sehr viel größer als ich, ja. Die sind sehr viel größer als du, ja. Inariel sieht in diesem Zeitpunkt irgendwie aus wie 9, 10 vielleicht. Und das sind Erwachsene, die dich um mehrere Köpfe überragen. Allerdings, was du jetzt auch schon bemerken kannst, sie haben keine dieser Flügelansätze, die du hast. Oder vielleicht ist es durch die Kleidung nur ganz gut verborgen, wer weiß.
das mag sein. Und draußen im Hellen siehst du das erste Mal Steinstrukturen. Große, hohe Räume und Gänge. Wirklich sehr, sehr hoch gebaut. Mit einem rauen Stein. Einem vielleicht so eine Art Sandstein oder so, wie auch immer. Wo auch immer Inaril her weiß, was Sandstein ist, aber auch das kommt dir wieder so direkt in den Kopf. Also grobporiger Stein. Und man sieht halt, diese Gänge und Räume, durch die ihr durchschreitet, sind unglaublich hoch und breit. So mehrere Meter, 10, 20 Meter hoch. Und überall an den Seiten gibt es Pflanzen, die daran herunter und herauf wachsen. Manche blühen davon, geben einen angenehmen Duft von sich. Und was auch auffällt, ist, dass überall es so kleine Emporen gibt, so als ob sie aus dem Stein herausgewachsen wären, so Erker. Aber keine Treppen, die da hochführen. Einfach nur irgendwelche Simse und Erker, die da in 2, 3 Meter, in 10 Meter, in 15 Meter irgendwie versetzt, ziemlich wahllos irgendwo an den Seiten angebracht sind. Ja, gut, dass ich gerade gestützt werde, weil sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht vorankommen. Immer umschauend und bestaunen, was das hier ist. Vor allen Dingen auch diese Sinneseindrücke des Duftes und des Erkennens und Sehens. Es gibt so viele neue Eindrücke, die auf dich einprasseln. Alles, die Leute reden und deine Füße machen Geräusche auf dem Boden, die unglaublich laut in deinen Ohren hallen. Alles, auch was, wenn die Leute sprechen, es ist sehr, sehr laut. Du hast irgendwie das Gefühl, irgendwie, seitdem du aus diesem Dunkel rausgetreten ist, bis dass es alles viel, viel lauter und intensiver ist. Das Licht ist hell, die Geräusche sind laut, die Duft an Sinneswahn, alles, wenn du die Wand berührst oder den Arm von dem, der dich stützt, es ist einfach alles intensiv. Vielleicht ein Teil von dir wünscht sich vielleicht in das Dunkel zurück, weil es da angenehmer war. Andererseits, da war es dunkel und da war nichts. Wo bringt ihr mich hin? Man bringt dich in einen großen, hohen Raum, der angefüllt ist mit, eigentlich nicht viel, einem Tisch, der da steht, und einem Schemel mitten in dem Raum. Und auch dieser Raum besitzt zwei Erker auf ungefähr 5 Meter Höhe, zwischen denen sich eine große Stange spannt. Okay. Ansonsten ist der Raum so 20 mal 20 Meter, so sehr, sehr groß. Und auch in der Höhe 10, 15 Meter hoch. Und ein großes Fenster geht nach draußen. Ungefähr auf 10 Meter Höhe, also 5 Meter über der Stange. Wo gleißendes Licht reinfällt und das erste Mal, dass Inaril jetzt hier auch Wolken und den Himmel sehen kann. Den blauen. Du hörst von draußen Vogelgezwitscher. Ja, ein Lächeln auf den Lippen, aber trotzdem die Augen zusammenkneifen, weil das Licht immer noch grell ist. Und das erste Mal jetzt beginnst du das zu verstehen, was die Leute irgendwie, die sprechen die ganze Zeit. Aber das ist das erste Mal, es scheint so eine Art, ja, sich wiederholender Text zu sein, die sie da vor sich tragen. Ein gelobet sei der Herr, wiederholt sich. Danke für die Ankunft des Engels. Ich verstehe euch. Ja, du erntest ein Lächeln von dem von der Gestalt, die vorgelaufen ist, sich gerade umgedreht hat. Das eine Glatze. Allerdings ist es eher so eine, er hat wirklich keine Haare mehr, weil man sieht noch so einen leichten Tonsuransatz. Aber er hat wahrscheinlich, er sieht sehr alt aus, so den natürlichen Haarwuchs verloren. Ansonsten fein und glatt rasiert.
nickt und lächelt dich an. Gelobet sei der Herr. Ja, er wiederholt diese Sprüche. Dann tippt er dich so an. Inariel. Inariel? Inariel. Tippt dir so auf die Brust. Inariel. Gut. Dann, die anderen beiden fangen dann wie gelobet sei Inariel. Gelobet verstehst du ja inzwischen. Mhm, ist gut. Ja. Und dann tippt sich so auf die Brust. Nonus. Inariel, Nonus. Gelobet sei der Herr. Ruhe, Rast, Ausruhen. Ich nicke. Ja, du verstehst, langsam aber sicher. Ja, der große alte Mann dreht sich dann rum und verlässt den Raum, während die anderen beiden sich in so eine Ecke jeweils stellen und weiter anfangen zu rezitieren. Und du wirst nach und nach mitbekommen, irgendwann machen die Worte halt für dich Sinn und du wirst so Gebete und Erzählungen mitbekommen. Du wirst die Erzählung deines Erzengels erfahren. Der, glaube ich, nicht Uriel heißt in dem Fall, glaube ich. Oder war das bei den Rami? Doch, es war Uriel. Bei den Ramiliten hieß er anders. Und diese Geschichten machen irgendwann Sinn und du lernst immer mehr Wörter. Ja, aber anstatt hier zur Ruhe zu kommen und zu rasten, wahrscheinlich bin ich angestrengt von dieser kleinen Reise, aber ich setze mich nicht hin, sondern ich laufe ein bisschen durch den Raum, mir das alles anzuschauen. Auch ist nicht nur zu sehen und zu riechen, sondern auch zu fühlen, mal die Wand anzufassen. Mhm. Und mich fragen, wie man da hochkommt. Ja. Eine sehr gute Frage. Müsstest an den Pflanzen hochklettern wahrscheinlich. Ich zieh mal an einer Pflanze und reiß so ein bisschen raus. Ja, also die erste wird vielleicht wirklich nachgeben, aber es sind sehr viele, die auch halt wirklich schon was aushalten. Also allerdings wird es schon ein gefährliches Unterfangen. Du bist immer noch so ein bisschen schummrig im Kopf. Und ich teste das nur so an. Und als wenn du dann versuchst, vielleicht den ersten so den Fuß an die Wand setzt, kommt auch sofort einer, der hinten steht und versucht dich so, nachher fällt er runter. Ja, ich gehe dann auch erstmal weiter durch den Raum. Und wenn ich dann erschöpft bin, setze ich mich auch in die Nähe von einem derjenigen, die da beten und höre mir die Geschichte an. Mhm. Ja, man erzählt dir halt von dem Engel, dem großen wachsamen Auge, der immer auf die Menschen aufpasst. Du hörst das erste Mal das Wort Mensch und es macht irgendwie Sinn. Ich frage auch dazwischen, wer sind die Menschen? Warum sollen wir auf sie aufpassen? Warum passt er auf sie auf? Ja, und die Frau, die da wohl vor dir steht, lächelt dich an und meint dann, die Menschen? Das sind wir. Du bist... Schau mir runter. Du bist ein Engel. Ein Gesandter Gottes. Kann ich kein Mensch sein? Nein, du bist ein Engel. Du bist dafür da, uns zu schützen. Wie Gott, Uriel. Wie Uriel. Ohne Engel werden wir verloren. Es gibt andere? Nickt. Wo? Bald wirst du sie sehen. Wenn du groß genug bist. Wann? Bald.
Hab Geduld. Erzählt mir von Uriel. Erzählen dir die Geschichten, wie Uriel mit der Umgebung verschmelzen konnte, dass ihn niemand sehen kann, dass er, wie er aus dem Stillen die Menschheit beobachtet hat und immer eingegriffen hat, wenn die Menschen in Gefahr waren, ohne dass die Menschen wussten, dass er überhaupt existierte. Du hörst die Geschichten des heiligen Pfeils und des Bogens, mit dem er blind treffen konnte. Ja, auch mal so Nachfragen stellen, wie, was sind Pfeil und Bogen? Ja, Pfeil und Bogen macht instinktiv das Sinn. Also du hast ein Bild vor dem Kopf, woher das auch immer kommt. Aber man beschreibt es dir auch nochmal. Es ist eine Waffe, mit der man die Bösartigkeit bekämpfen kann oder mit denen man Essen jagen kann. Tiere jagen kann. Gut. Ja, und jetzt, wo sie Tiere sagt, nimmst du auch das erste Mal so dieses Schnattern wahr, was du irgendwie als Hintergrundgeräusch irgendwie. Es leben halt in diesen kleinen Pflanzen an der Seite des die da irgendwie in deinem Raum wachsen, da leben kleine Tierchen drin. Also so Eichhörnchen und unten auf dem, zwischen dem laufen so kleine Mäuse rum und ja. So kleine Nagetiere laufen, sind da irgendwie, oder kleine Vögel, die da irgendwo rumsitzen. Dann höre ich zu und bin immer mal mit den Augen woanders. Schau mir an, was die Tiere machen. Sollten die Tiere keine Angst haben? Nein, nicht vor dir. Vor dir muss niemand Angst haben, der im Sinne des Herrn handelt und lebt. Und wenn nicht? Dann ist es deine Aufgabe, sein Leben oder das Leben dessen zu beenden. Gut. Das, was nicht auf diese Welt gehört, muss verschwinden. Woher weiß ich, was nicht auf diese Welt gehört? Alles das, was sich gegen Gott, den Herrn, richtet, gegen die Engel und gegen die heilige angelitische Kirche, die vom Herrn eingesetzt ist. All das ist nicht gewollt. Gut, gut. Was ist die Kirche? Die angelitische Kirche. Mir sagt die Kirche etwas. Die Kirche ist gut. Sie ist groß. Die Kirche ist die Organisation, die Gott der Herr gesandt hat, um die Menschen zu schützen. Ihr seid die Streiter des Herrn. Ihr seid die Streiter des Lichts. Ihr seid das Symbol der Kirche. Ohne euch gäbe es die Kirche nicht. Will ich andere kennenlernen, größere. Ich muss groß sein, um zu beschützen. Bald. Aber schon jetzt bist du stärker und besser als jeder Mensch. Wirklich? Mhm. Wie heißt du? Ich bin Inariel. Ich weiß, dass du Inariel heißt. Mein Name ist Fabienne. Fabienne, gut. Ich bin stärker als du? Ja. Ich steh mal auf. Guck sie ja hoch. Mhm. Willst du es ausprobieren? Nein, ich beschütze die Menschen. Gut. Ist, ja. Ja, so verbringst du vielleicht die ersten paar Stunden, Tage, erstmal die Sprache richtig zu lernen mit deinen Fragen. Gibt es noch irgendwelche großen Fragen, die dir noch irgendwie so in den nächsten ersten Stunden kommen, die man dir beantworten muss?
Ich meine, es gibt bestimmt tausend Fragen, aber so. Ja, natürlich sind immer mal wieder Nachfragen. Ich will auch die Geschichten über die Engel hören, weil ich möchte was über mich erfahren. Sie machen wahrscheinlich, ja, wenn es zu den Engeln kommt und man mir dann sagt, dass es unterschiedliche Engel gibt und sie doch alle Engel sind, das verstehe ich nicht. Warum sind sie anders? Und Jeder hat seine eigene spezielle Aufgabe. Sie stammen alle von anderen Erzengeln ab. Du stammst von Uriel ab, dem großen Auge, dem Bewacher. Suriel der Beste. In seinem Gebiet schon. Er ist das allwachende Auge. Das Ohne ist wichtig. die Abkömmlinge des Uriels würden die anderen Engel blind sein. Gut, das ist wichtig, wenn man jemanden beschützt. Man muss ihn sehen können. Du musst das Auge sein der anderen. Du musst ihre Wege finden. Du musst sie führen. Auf den richtigen Weg führen. Nicht anführen, aber auf den richtigen Weg führen. Für die Anführer sind die Michaeliten da. Sie wissen, was Gottes Wille ist. Sie sagen dir, nach welchem Weg du suchen musst, und du findest ihn dann. Kann ich nicht wissen, was Gottes Wille ist? Ja, du kannst es schon wissen, aber du wirst sehen, wenn du einen Michaeliten triffst, warum er näher bei Gott ist als du. Die Michaeliten sind wie Gott. Sie tragen eine einzigartige Ähnlichkeit in sich, die man erkennt. Sie einen uns Engel alle. Das ist schade. Ohne sie wären wir einzeln. Mit ihnen sind wir viele und eins. Ich möchte aber auch nah an Gott sein. Kannst du, auf deine Weise. Und wenn du mit einem Michaeliten zusammen in einer Schar dienst, bist du eh so nah, wie du sein kannst. Gut, darauf freue ich mich. Und ihr Menschen, was macht ihr hier bei uns, bei Engeln? Wir dienen der Kirche und sorgen dafür, dass es den neuen Engeln gut geht. Gibt es auch Menschen, die nicht der Kirche dienen? Kurzes Schweigen. An ein kurzes Seufzen. Ja, es gibt Menschen, die verblendet sind. Nicht alle böswillig, aber es gibt Menschen, die sich sehenden Auges gegen Gott den Herrn richten. Aber das ist nicht klug. Das ist richtig. Dann muss man sie beschützen. Auch das ist richtig. Wenn Und wenn sie sie. nicht hören wollen, muss man sie bestrafen. Kann man ihnen nicht den richtigen Weg zeigen? Dafür bin ich doch da, den Weg zu finden. Du wirst feststellen, dass viele, selbst wenn man ihnen den richtigen Weg zeigt, immer noch in die andere Richtung gehen. Dann muss ich einen Michaeliten mitnehmen. Gute Einstellung. Aber auch dann, Menschen sind starrsinnig manchmal, uneinsichtig. Und manche sind im Geiste vom Herrn der Fliegen, dem großen Widersacher Gottes, so eingenommen, dass sie für immer verloren sind. Warum gibt es den Herrn der Fliegen? Was tut er? Er ist der große Widersacher, der alles zerstört, was Gott aufgebaut hat. Seine Daseinsberechtigung ist das Zerstören, das Vernichten. Er will den Tod aller Menschen. Er will alles das, was Gott getan hat, alles Gute in dieser Welt, in das Gegenteil verkehren. Das Auge schließen, wenn du die Anspielung verstehst. Ich glaube schon, ja. Ich passe darauf auf. Solche ähnlichen Fragen wird es wahrscheinlich geben. Und ja, wenn das ein paar Tage dauert, irgendwann unruhiger werden und vielleicht, ja, wirklich mal an
dem dritten Tag versuchen, an diesen Ranken hochzuklettern. Mhm. Irgendwie muss man da ja hochkommen. Wenn mich keiner abhält. Nee, hält dich niemand ab. Also ist generell, du kannst auch aus diesem Raum rauslaufen, wenn du magst. Also das ist auch nichts verschlossen oder so. Es ist halt ein sehr weiträumiges Areal. Ich will auf jeden Fall nach draußen gucken, die Wolken und den Himmel sehen. Ja, dann müsstest du halt auf diese Stange klettern und vielleicht... Ja, dann muss ich da hochklettern. Ja. Können wir direkt mal gucken, ob wir eine Karte ziehen. Und dann kannst du mal gucken, auf welchem Wege Inariel das schafft oder auch nicht schafft, da hochzuklettern. Für alle, die es noch nicht wissen, Engel funktioniert nicht mit Würfeln, sondern mit dem sogenannten Arcana-Karten. Das heißt, es gibt eine begrenzte Anzahl Karten. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel es sind. Ich glaube 24 oder so, oder 22. Und ich ziehe jetzt eine Karte und aufgrund dieser Karte, die haben verschiedene Bedeutungen, kann der Hotney entscheiden, wie seine Aktion ausfällt. Völlig frei kann er die Karte interpretieren. Das heißt, auch wenn die Karte an sich eine negative Konnotation hat, kann er immer noch ein positives Ergebnis rausschlagen. Oder auch wenn die Karte positiv ist, könnte Hotney entscheiden, das Ergebnis ist aber negativ. Es gibt nur eine einzige Karte in dem Deck, wo immer ein negatives Ergebnis also damit verbunden ist. Das ist der Herr der Fliegen. Das ist quasi der Patzer, wenn man es so sagen will. Ansonsten ist man aber völlig frei, mit der Karte irgendwie dieses ist eigentlich nur ein Anreiz dafür, falls man mal nicht weiß, wie man die folgende Szene zu beschreiben hat. Deswegen ist es ein bisschen eine Umgewöhnung für erfahrene Rollenspieler, die sagen einfach, ich würfel mal. Und hier ist es halt so, dass man, bevor man eine Aktion tätigt, sich den Rat der Karte holen kann und dann die komplette Aktion mit Reaktion und allem drum und dran zu beschreiben. Generell geht das System davon aus, dass ein Engel des Herrn halt ein Engel, eine übernatürliche, mächtige Wesenheit ist und den Engeln sehr, sehr viel gelingt. Und es wird angeregt, einfach eine coole Sache zu beschreiben, ob im Positiven oder im Negativen. Und dann wollen wir schauen. Genau, dann gucken wir mal. Die Arcana-Karte, das ist die, zack, direkt mal die erste ziehen und ich werde das mal dem Hotney dann über den Chat geben. Das ist das 20. Arcanum, das Fegefeuer, Wiedervereinigung, Erwachen, Bewusstsein, Unterscheidungsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Wahrnehmung, Erkenntnis, Einschätzung, Integration und Manifestation. Gut, ja, dann ist es tatsächlich so, dass Inariel anfängt, daran hochzuklettern und immer auf den ersten Metern schon scheitert und abrutscht. Mhm. Und man fängt dich jedes Mal auf, wenn du dann sich umschaut und aber nicht aufgeben möchte, sondern dann ein paar Mal tatsächlich dann auch weil sie denken, okay, das war jetzt nicht so hoch, dass ich auch mal auf den Hintern falle und dann mir das ein bisschen genauer anschaue und schaue, welche Pflanzen sind fest, welche sind dünner oder wo halten sie sich überhaupt fest und dann mit diesem Blick dafür klettere ich dann da hoch und nicht wie die ersten paar Male, dass es so ein, einfach mal drauf zu, Hauptsache ich krieg was gegriffen, sondern dann auch immer an der Wand bleiben und gucken, könnte es jetzt weitergehen. Auch dann fühlen, wenn so ein Felsen davor ist, erstmal da drum herum fühlen und dann weiterklettern und weiterklettern und dann oben ankommen. Ja, dann bist du erstmal auf dem Sims und kannst dann auf diese Stange drüber balancieren, wenn du magst. Und halt durch dieses große Öffnung ist immer noch 5 Meter da über will dir. Ich auf jeden Fall hin. Mhm. Dann da ein bisschen so auf allen Vieren, vielleicht so umgekehrt und dann versuchen, so da drauf zu setzen. Die Flügel, die ein bisschen auch zur Erkenntnis beitragen, dass sie, obwohl noch klein sind, auch ein bisschen
wenn es mich droht, nach hinten zu drücken, wieder nach vorne. Durch ein paar kleine Bewegungen nach vorne bringen. Und dann sitze ich da oben nach bestimmt einer halben, dreiviertel Stunde, die das alles gedauert hat, kann endlich rausschauen. Den Himmel. Ja, siehst irgendwie so Vögel, so eine Schar, vielleicht so Zugvögel, die sie an so einer Wolke vorbei irgendwie über den Himmel fliegen. Und tatsächlich vielleicht auch einen deiner Engelsgenossen mit großen, ausgewachsenen, breiten Schwingen kurz an dem Fenster vorbeifliegen. Wenn ich das sehe, werde ich auch so nach unten gucken zu den Menschen und darauf deuten, das Gleichgewicht verlieren, mich wieder festhalten und sehr dann schön. so wieder zum Sims zurückklettern. Und dann merken, jetzt bin ich hier oben. Runter ist immer irgendwie schwieriger. Auch das ist eine Erkenntnis, die Nariel heute gemacht hat. Ja, sehr schön. Ja, die nächsten Wochen wird Nariel auch viel damit zu tun haben, irgendwie mit seinem Körper klarzukommen. Irgendwie solche Erkenntnisse wie das mit dem Klettern irgendwie zu lernen, das Laufen zu lernen, schnelles Laufen zu lernen, auch Schwimmen zu lernen. Klettern, schwimmen, laufen, einfach mit dem Körper klarkommen. Das Tasten, das Hören, das gezielte Hören und Sehen und Riechen. Diese ganzen intensiven Sinneseindrücke voneinander trennen zu können. Und du wirst sehr schnell feststellen, dass alles hier in diesem Abschnitt des Himmels darauf ausgelegt ist, Sinneswahrnehmungen etwas zu dämpfen. Und dass, wenn die Menschen, die auch am Anfang mit dir gesprochen haben, die haben geflüstert, damit es nicht zu laut ist und so. Nach und nach gewöhnt sich dein Inariel aber daran, auch richtig starke, intensive Sinneseindrücke zu bekommen. Und auch sein Körper wächst, also seine Schwingen vor allen Dingen wachsen. Und sind immer noch klein, aber man ermutigt Inariel auf jeden Fall auch mit kleinen Schwingen schon damit zu experimentieren, sie zu bewegen. Du kannst noch nicht wirklich fliegen, aber man sagt dir, irgendwann wird die Zeit kommen, wo du heraustreten kannst, vielleicht aus deinem Zimmer oben, aus dem großen Erker heraus. Wenn du den Sprung von der Stange auf den Erker schaffst, der ist ja nochmal 5 Meter so quer hoch, und dann wirst du auf dem Erker stehen und den großen Sprung wagen in die Tiefe. Sehe ich dann noch andere Engel? Ja. Also andere Engel wirst du inzwischen auch so schon gesehen haben. Sie werden da durch die Hallen laufen. Und wenn du Interesse hast, kannst du dich natürlich auch mit ihnen unterhalten. Auf jeden Fall. Sobald ich das erste Mal einen sehe und da auch hin kann, tue ich das auch. Ja. Der Engel stellt sich dir als Nomandiel vor. Der in meinem Alter, hat der schon ausgeprägte Schwingen? Er hat ausgewachsene Schwingen. Er ist nicht so alt wie die Menschen, die du da hier siehst hin und wieder. Aber ja, du weißt auch selber gar nicht genau, wie alt du bist. Du bist ja gerade erst geboren. Vielleicht ist der ist vielleicht ja schon ein bisschen länger, also 1-2 Jahre länger da. Hallo Nomandiel, ich bin Inariel. Vorher noch keinen Engel gesehen. Herzlich willkommen hier. Was hast du denn schon alles gemacht? Ich war eben schwimmen. Ah, im Teich. Ja, ich bin noch getaucht. Hast du es bis zum Grund geschafft? Nicht ganz. Die Zehen haben ihn berührt. Aber ich habe es bei den ersten Malen auch nicht geschafft. Das ist gut. Er ist tief. Ja, und kalt. Ich bin. Warst du schon bei den Menschen draußen? Ja. Da will ich auch mal hin. Wenn du bereit bist, wirst du das schaffen. Hast du den großen Sprung schon gemacht? Ich. Mit den etwas noch kleinen Flügeln. Ja, guckst so ein bisschen grinsend auf deine Flügel. Wackeln. Nein. Nein. Aber ich kletter jeden Tag einmal da hoch. Gut. Ich schaffe das.
vielleicht solltest du auch, bevor du den großen Sprung machst, etwas über die Welt lernen da draußen. Was kann ich lernen? Lehre mich, wenn du die Zeit hast. Hier gibt es die Möglichkeit, immer etwas zu lernen. Wenn du magst, kannst du mich auf eine Lehrveranstaltung begleiten. Natürlich. Es wird ein bisschen ungewohnt sein, glaube ich, für dich, wenn du... Das ist in Ordnung. Es ist vieles ungewohnt. Ja, dann gehen... Aber ich komme mit. Gehen Inariel und Normandiel das erste Mal zu einer Lehrveranstaltung. Ihr betretet einen Bereich des Himmels, wo Inariel vorher noch nicht war. Es ist eine Tür dort, die sich dir vorher nie geöffnet hat. Du hast halt gedacht, die ist immer zu. Aber jetzt, wo Normandiel mit dir mitläuft, öffnet sie sich auf einmal. Warum auch immer. Und ihr betretet einen anderen Bereich des Himmels, der nicht mehr so gedämpft ist. Und du merkst das auch an den Schritten auf dem Boden. Irgendwie das halt alles etwas lauter. Und du siehst viel, viel mehr Engel auf einmal. Die Dimensionen sind immer noch gewaltig hier und sie fliegen halt von den Simsen zum Sims zu Sims und fliegen halt durch die Gegend. Und auch dieser Vorlesungssaal, in den Normandiel dich führt, der ist riesig. Also wenn man jetzt so einen riesen Turm sich ausdenkt, dann könnte es sein, dass es so ein Viertelgeschoss, also so ein Viertel des ganzen Turms vom ganzen Turm aus einnimmt und halt drei Geschosse groß hoch ist. Und überall sind diese Stangen und Erker und überall fliegen Engel nach rechts, nach links, nach vorne, irgendwie von Erker zu, also von Nest zu Nest, könnte man sagen. Ständig irgendwo Geflatter und Federn. Ja, ich bleib erst mal stehen und starre, bis dann wahrscheinlich auch Normandiel bemerkt, dass ich stehen geblieben bin. Und komme mit schnellen Schritten hinterher. Also sitzen da, wie gesagt, keine Engel einfach so und studieren oder so, sondern die fliegen halt ständig durch die Gegend. Von nach rechts, nach links, von oben nach unten. Manche sitzen auf dem Boden, manche schweben einfach in der Luft. Ne? Es ist halt wie in einem Taubenschlag. Und es stehen ein paar Menschen an so Rednerpulten und reden halt auch. Der eine redet da, der andere redet da, der dritte redet da, der andere redet da oben, redet noch einer und die reden alle unterschiedliche Sachen. Ja, dann Normandiel, was lernst du hier? Es ist laut. Die erste Aufgabe wird es sein, Inariel zu lernen, wie man die wichtigen Dinge in diesem Raum von den unwichtigen Dingen unterscheiden kann. Das ist bestimmt alles wichtig. Und such dir eine Sache raus, die dir gerade wichtig erscheint und versuch dich darauf zu konzentrieren. Und blende alles andere aus. Gut. Ich schaue mir einen dieser Redner an. Mhm. Ja. Versuche erstmal überhaupt seine Stimme zu hören. Ja. Und dann, wenn ich höre, das ist seine Stimme, wahrscheinlich, die anderen so auszublenden. Ja. Das ist vielleicht auch für die nächsten Tage Inariels Problem. Also wirst immer wieder kommen können, klar. Mit Normandiel zusammen vielleicht auch. Und wirst auch immer wieder dieses Problem haben, irgendwie dich daran. Aber Inariel gewöhnt sich da langsam dran. Also kriegst es langsam raus, auf dem Boden stehend. Starr sich konzentrierend auf diese Stimme von dem Menschen zu konzentrieren und die ganzen anderen Eindrücke und fliegenden Engel und so herauszufiltern. Da kannst du tatsächlich was lernen über, vielleicht über die Tierwelt. Vielleicht hält er einen Vortrag über Tiere, die es gibt und wie man sie richtig füttert und wie man sie anlocken kann, welche Tiere gefährlich sind und welche nicht so. Ja. Der redet das so in den Raum rein? Und genau, wer ihm zuhört, hört ihm zu. Okay. Ja, cool. Ja. Das ist halt, die erste Aufgabe ist halt, sich erstmal konzentrieren. So dann spricht Normandiel mit dir. Die zweite Aufgabe wäre es für dich jetzt, etwas zu tun, während du ihm zuhörst. Vielleicht fliegst du mal von dieser Stange da unten oder hüpfst vielleicht besser auf die nächste Stange. Gut, das mache ich. Wann kann ich eigentlich Bogen schießen? Da müsst du dem da vorne zuhören. Gut, dann zu der Stange und klettern. Klettern kann ich mittlerweile ganz gut. Mhm. Ja. Versuche auch immer mehr die Schwingen, als die es mir erleichtern, auch zu klettern. Gerade wenn ich mal so eine Stelle
wo ich eigentlich, wo meine Arme zu kurz sind, einen kleinen Sprung und einmal die Flügel nach unten und dann zur Unterstützung. Und dann da hochklettern. Und wenn ich oben bin, dann denken, ja, ich habe es geschafft, aber ich habe ihm nicht zugehört. Ja. Man merkt auch schnell, und Normandil wird es ja auch die wirklich, also das, was dich gerade so Bogen schießt und so, das ist halt alles ein bisschen höher. Dann müsstest du für fliegen können. Ja. Also du könntest das vielleicht, wenn du dich ganz konzentrierst von hier unten, vielleicht, wenn die anderen nicht so laut wären, könnte man das hören. Gut, dann, nachdem ich das ein paar Mal gemacht habe, Normandil, weißt du was? Mhm. Ich muss erst mal fliegen. Dann ist das alles leichter. Das ist richtig. Gut. Wie viel muss ich denn eigentlich schlafen? Schlafen muss Inariel eigentlich gar nicht. Du kriegst es mit, dass dein Körper irgendwie eigentlich gar keinen Schlaf richtig braucht. Du hast aber so instinktiv irgendwie so einen Meditationsgrund. Manchmal ist halt im Himmel nichts los. Weil du kriegst es schnell mit, dass die Menschen so einen Schlafrhythmus haben. Wenn die Sonne auch untergeht und so, dann ist es halt dunkel. Auch im Himmel. Und dann wird es ruhig auch im Himmel. Dann ist nicht viel los. Und Normandil und andere Engel sitzen dann halt auf ihren Stangen in ihren Räumen und meditieren. Na, das ist dann ein guter Zeitpunkt, um dann noch mal zu trainieren. Mhm. Versuchen, von der Stange zu dem Sims zu kommen. Ja. Soll immer noch mal eine Karte ziehen, ob du das jetzt schon schaffst. Du kannst auch sagen, dass du es einfach schaffst, aber Karte ist manchmal interessanter, ne? So, Karte einblenden, ja. Das ist das 14. Arcanum, die Traumsaat in umgedrehter Bedeutung. Traumsaat umgedreht könnte schon mal ganz gut sein. Ja. Mutation, Wettkampf, Ungleichgewicht und Groteskes. Jamira hat eine Idee. Okay. Ich glaube, das System gefällt Jamira, die ja eh so gerne Karten interpretiert, sowieso ziemlich gut. Gut. Ja, aber das passt ja eigentlich sowieso auch ganz gut, weil ich ja, eigentlich ist es genau das, was ich tue. Mhm. Nämlich meine Flügel müssen, naja, sich verändern. Und Wettkampf ist das sowieso ja für mich. Ja. So werde ich also auch da stehen. Du schaffst das. Einen Sprung dabei etwas ausgleiten, gar nicht so abspringen, wie ich das wollte, sondern ein bisschen wegrutschen dabei und fallen. Und ja, was natürlich, die Flügel, die sich aufstellen und tatsächlich mich etwas hochdrücken und dann denken, ja, ich schaffe es, ein paar Schläge zu hochdrücken und dann aus irgendeinem Grund da ist so eine Liane irgendwie von den Pflanzen, wo sie einen Flügel drin verheddert auch noch. Und ich irgendwie da drin gefangen und häng dann da erstmal. Na gut, ich bin jedenfalls auf der anderen Seite und kletter dann erstmal hoch zu diesem Sims. Ich bin oben, aber nicht ganz wie so gewollt. Ja, den Flügel wieder entfernen mit den Pflanzen zur Seite. Dann stehst du quasi auf einer kleinen Flugplattform, die sich am Rande des Turmes erstmal so einen Meter oder so nach außen beult. Mhm. Siehst jetzt, wenn du an dem Turm hoch und runter schaust, wie unglaublich hoch der ist. Du schaust das erste Mal richtig auf den Boden und siehst, dass du mehrere Dutzend Meter über dem Boden bist. Du siehst diese kleinen Knubbel unten auf dem Boden, diese Menschen... Punkte da unten. Siehst du das erste Mal die Stadt Montsalvage irgendwie, wie sie irgendwie unter dir liegt, irgendwie den Rauch der Schornsteine, die kleinen Feuer, die brennen jetzt irgendwie so in der Dämmerung oder so wird es wahrscheinlich sein oder in der Nacht. Und nach oben geht es auch nochmal so weiter, bis der Turm halt in der Wolkendecke halt auch irgendwie verschwindet. Und überall sind diese kleinen Erker. Vielleicht siehst du irgendwie an einer anderen höheren Ebene vielleicht auch einen, der gerade so steht. So. Ja, ich schaue mir das echt an. So die anderen Erker, dass auch wenn ich mich jetzt runterstürze, dass ich vielleicht da unten, da irgendwo wieder ankommen könnte. Mhm. Ich habe ja definitiv zugehört, dass irgendwas beim Fliegen hat auch was mit Wärme zu tun. Und
spür mal, wie die Luft so ist, ob sie warm oder kalt ist. Mhm. Und ob ich das spüre, ich stehe erstmal auf der Plattform, erstmal so ein Gefühl von Freiheit und atme tief ein hier. Ist natürlich windig hier oben, ne? Also es ist ein großer, hoher Turm. Dann auch die Flügel aufstellen und so ein bisschen sie versuchen mit diesem Wind, wo ich noch stehe, zu bewegen. Ist natürlich jetzt die Frage, traut sich Inariel schon zu springen? Wie groß sind denn meine Flügel im Gegensatz zu denen, so Gleichaltrige, die ich vielleicht gesehen habe? Ja, oder, Gleichaltrige haben ähnliche große Flügel wie deine. Aber so wie Normandiel, wenn ich so... Du bist halt auch ein bisschen kleiner als Normandiel noch, also das ist schwer zu sagen. Ich versuche es einzuschätzen. Ich kann ja noch mal eine Karte ziehen, vielleicht hilft dir die dabei, mal einzuschätzen, ob du dich schon traust oder nicht. Ja, stimmt, man sollte ja hier vor der Aktion noch mal eine Karte ziehen. Das 12. Arcanum, die Beutereiter in aufrechter Bedeutung. Die Beutereiter? Ja. Okay. Bruch mit alten Strukturen, Entschlossenheit, Freiheit, Lebensenergie, neue Haltung, Perspektive, Erwachen, spirituelle Weisheit, Kreativität, Intelligenz und Prophetie. Ja, naja. Ich habe ja diese Flügel, die sich ein bisschen in den Wind bewegen. Geh dann, mach die Augen zu und geh einen Schritt nach vorne und falle. Mhm. Erstmal so ein bisschen die Füße nicht gedacht. Gut, ich bin schon ein paar Mal von der Wand gefallen. Das ist ja alles gar kein Problem. Aber es geht doch schnell runter. Die Augen, die ich aufreiße und dann die Flügel, die sich aufstellen und den Fall abfangen und dann, und dann mal wieder ein bisschen absacken und, aber ich fliege. Mhm. Ich fliege und ein Gefühl von Freude und Lust, das den Körper durchströmt, dass ich dann auch einmal laut rufe, auch gerade zu so einen Bogen mache zu denen, der da auf dieser anderen Plattform stand, die ihm auch zuwinke. Ja, der traut sich nicht, dreht sich um. Ja, deine kleinen Flügel tragen dich anscheinend. Das ist gut. Versuche dann auch mal wieder hochzukommen. Ja. Ist auch jetzt schwierig, das Fenster wieder zu finden, wo du gerade herkommst. Ja. Ja, aber du findest es wahrscheinlich, ja. Und dann auch, zu dem Fenster zurück und total erschöpft da ankommen, aber glücklich. Mhm. Beim Fliegen nichts rufen. Stimmt, das hat jemand anderes gelernt, dass man wegen dem Fliegen nichts rufen, Leute. Ja. Und dann mich mit dem Rücken einfach auf diese Plattform legen, die Sterne über mir beobachten und da ausruhen. Ja. Und natürlich am nächsten Tag zu noch um die geflogen! Ja, ich bin geflogen. Normandiel. Ich weiß. Woher? Ich hab's gesehen. Oh. Du hast da meditiert. Ich hab auf dich aufgepasst. Ja, das ist gut. Danke. Weißt du, es wäre Verschwendung, wenn einer der Kleinen sich zu viel zumutet und dann nicht. Deswegen, wenn wir den Eindruck haben, einer von euch ist soweit, dann beobachten wir ihn. Gut. Passiert das häufig, dass jemand sich zu viel zutraut? Eigentlich nicht so oft. Es ist hoch, aber es ist schön. Es ist ein gutes Gefühl. Es ist nicht. Erinnerst du dich noch in der Dunkelheit gewesen zu sein? Ja, im Raum der Nacht, wo wir alle erwacht sind. Fliegen ist das Gegenteil. Richtig. Wenn wir irgendwann mal unsere Aufgaben hier auf der Erde erfüllt haben, dann kommen wir im Gegensatz zum Raum der Nacht in den Raum des Tages. Den Übergang zurück in den Himmel. Das ist gut.
Aber jetzt will ich da oben Das ihm zuhören Bogenschießen. wegen dem Bogenschießen, ja. Das kann ich mir denken. Na, dann komm Und mit. ich klettere und fliege mal ein bisschen. Dann die nächste große Herausforderung wird natürlich sein, in diesem Engelsschlag, wie es eben schon im Chat so schön beschrieben war, natürlich den anderen nicht in die Quere zu fliegen. Ja, das kann ich noch nicht so richtig. Oh, Verzeihung. Ja. Aber ihr seid ja Finder der Wege, ne? Und es wird Inariel nach und nach, also vielleicht wirst du da auch erstmal ein bisschen Schwierigkeiten haben. Du wirst nicht hochkommen, weil die anderen halt kreuz und quer fliegen. Aber du wirst dir Zeit nehmen und du wirst lernen zu beobachten, wo die anderen fliegen und wirst irgendwo einen Weg finden, da durchzukommen. Und auf die Ebene zu kommen, wo der Typ gerade seine Vorlesung über das Bogenschießen hält. Wird wahrscheinlich auch noch ein paar Tage gedauert haben. Ja, Sehr das gut. ist alles eine Art des Lernens. Ja, dann lernst du erstmal die Theorie über das Bogenschießen und Normandiel und einige der Templer, wie du jetzt auch irgendwie kennengelernt hast, der menschlichen Ritter und Streiter, bringen dir dann irgendwann deinen Bogen, einen besonderen Bogen aus einem schön gemaserten Holz mit einem eingravierten großen Auge und einen Köcher Pfeile, mit denen man üben kann. Erstmal stumpfe Pfeile natürlich, weil Sehr gut, ich scharfe Pfeile erstmal nicht. Damit wird Inariel dann wahrscheinlich viel zu tun haben, Bogenschießen zu lernen. Und wie alle anderen Ureliten liegt ihm das irgendwie im Blut. Also, sehr gut, ich mache das in meinem Zimmer. Das ist noch nicht ganz so peinlich. Versuche verschiedene Blüten oder sowas zu treffen oder Pflanzen. Ja, und hier kommt ja auch der erste Lernschritt aus dem großen Vorlesungssaal zugute. Denn du hast dort ja gelernt, deine Sinne zu fokussieren und alles andere auszublenden. Und nun ist es so, als würdest du halt, wenn du den Film kennst, diesen Kevin Costner Robin Hood, ne, wenn er sich so konzentriert und dann mit dem Pfeil mitgeht und so. Ja, irgendwie so stelle ich mir das vor, wie die Urieliten halt das Schießen lernen, ihre Sinne völlig auf den Schuss konzentrieren. Ja, dann, sobald das so funktioniert, wie ich das möchte, ich zu so einem Erker hochfliegen und dann über die Stange balancieren und schießen, weil es muss besser gehen. Ja, immer Bewegung schießen. Dann das nächste wird sein, halt kopfüber vielleicht hängend zu schießen und so weiter und so Oh, fort. ja. Ja, also verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ne? Vielleicht probierst du es auch mal unter Wasser aus, das wird nicht so gut funktionieren. Ja. Ja. Aber wie alle anderen Urieliten ist auch Inariel ein Meister darin, mit Pfeil und Bogen umzugehen. Und wird sehr schnell dann auch von den Vorlesungen beigebracht kriegen, wie man Pfeile herstellt und welche unterschiedlichen Arten von Pfeilen es gibt. Welche man für welche Gelegenheit ausnutzen kann. Wie man schnell Nachschub bekommt. Ja, ich werde auf jeden Fall hier in der ganzen Ausbildungszeit das alles aufsaugen wie ein Schwamm. Das ist auch ganz schön, dass es hier gerade nicht so Bücher sind oder so, aus denen man lernt, Nee, gar nicht. sondern dass dir Leute Geschichten erzählen. Das ist ganz Ja. schön. Dann kann man zuhören. Und wenn der eine zu langweilig ist, hört man dem anderen da hinten zu. Man kann auch den einen angucken und dem anderen da zuhören. Das ist auch Ja, das ist der interessant. nächste Schritt, genau. Also, ja, das ist in der Tat so, weil irgendwann kriegt Inariel mit, dass das, was die Menschen sagen und das, was sie mit den Gesten und Händen tun, unterschiedlich ist. Also Genau. manchmal werden die Gesten zum Beispiel, macht der eine, legt Verbände an, während der aber über Karten irgendwie redet. Das heißt, durch seine. Dann suche ich den, der über Medizin redet. Ja, genau. Also so Heilpflanzen und sowas, ne, zeigt dann halt irgendwie mit den Händen, redet aber die ganze Zeit irgendwie von Karten und von, ja, also redet von was anderem als das, was er macht. Ja, das nehme ich einfach auf. Das Einzige, was immer schade ist, ist, wenn es Nacht ist und die Menschen schlafen. Dieses Meditieren
ist dann immer dieser Moment, wo ich dann sitze und denke, dass es alles schön ist und darüber nachgrüble, was ich mache und was ich gelernt habe. Aber irgendwie, es ist, als ob diese Dunkelheit, der Raum der Nacht, das hätte ja noch einen Teil in mir gelassen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich dann meine Meditation doch sehr oft sehr kurz halte und auch nachts noch irgendwie was trainiere oder mache, weil mich das ganz gut ablenkt von diesen Gedanken. Aber Normandiel hat mir Hoffnung gegeben. Es gibt im Raum des Tages. Ja. Darauf kann man zuarbeiten. Ja. Wird dir natürlich auch von den Auszeichnungen, sieht auch an seiner Kleidung, er trägt halt auch diese Banderolen, was ihn ja gefragt haben, was das ist. Irgendwie die Auszeichnungen der Engel, wenn sie erfolgreich Missionen geschafft haben, bekommt man diese Banderolen verliehen und trägt sie mit Ehre. Ja, und so wird Inariel sehr, sehr viel lernen über vor allen Dingen ja, das Bogenschießen, über Heilpflanzen, generell über Pflanzen und Tiere ganz viel. Wirst lernen, dich zu verbergen, wie man das macht, was man nutzen kann. Lernst auch, dass einige der Ureliten instinktiv sich der Umgebung anpassen können. Ich bin mir gerade, wir haben das gerade gar nicht vergessen zu besprechen. Was hattest du eigentlich für Kräfte? Lass mich gucken. Ich habe mir ja alles schon mal aufgeschrieben. Das haben wir gemacht. Ich habe auch noch die Wege des Herrn. Ich kann intuitiv die Wege, ja gut, das haben wir eigentlich auch gemacht. Da muss ich Kommt gleich noch, ja. Mit den Wasser Wegen. finden und Nahrung improvisieren. Ja, das wäre wahrscheinlich auch was. Also lernst du dann, dass Ureliten die stärker und größer sind. Zum Beispiel wird dir vielleicht Normandiel auch demonstrieren, mit der Wand verschmelzen können, quasi. Sich wie ein Chamäleon der Umgebung angleichen können. Und Kurz einmal jetzt machen diese sonst. Geschichten von Uriel damals, die du gehört hast, wie er halt unbemerkt die Menschen beobachten konnte, halt auch Sinn. Das ist ziemlich gut. Ja. Ja, das befriedigt auch meine Neugier, das versuche ich auch. Vielleicht in andere Räume zu kommen, während die sich unbeobachtet fühlen. Ja. Also Normandiel bespitzeln. Aber der findet mich immer. Das ist irgendwie komisch, ja. Aber in der Tat, aber du findest ihn auch immer, wenn du willst. Ja. Eine der nächsten Aufgaben, die Inariel irgendwie von Normandiel zugelost oder irgendwie du wirst von ihm herausgefordert, ist ein Spiel, was die Ureliten untereinander machen, die kleineren. Es nennt sich das Landmarkenspiel. Man gibt euch ganz viele Karten, also so Landkarten, die ihr studieren sollt. Ihr sollt euch die genau einprägen. Und auf diesen Landkarten sind so Stationen verzeichnet. Und dann führt man euch wieder in so einen Tau anderen Vorlesungssaal, wo aber diesmal keine Leute sind, die reden, sondern da sind halt verschiedene Teile, irgendwie diese Simse und Stangen sind markiert und tragen die gleichen Markierungen wie auf den Karten. Und du solltest halt auf der Karte vorher schon mal den besten Weg, wie man von A nach B kommt, Nein. dir einprägen. Und jetzt musst du fliegen zu den Landmarken. Und während die anderen natürlich andere Karten bekommen haben und von anderen Punkten zu anderen Punkten fliegen. Ja. Das ist der erste Teil, das ist die erste Übung. Und das wird Inaria, glaube ich, relativ gut hinkriegen. Er hat ein gutes Gedächtnis, oder? Sonst Ach, kann er es. sich sowas gut merken mit Landkarten und so? Oder greift er dann schon auf seine Kraft zurück, irgendwie instinktiv den richtigen Weg zu finden? Nee, das Gedächtnis ist eher, er ist zwar neugierig, aber sich so ein. Kann er sich fokussieren und lernen? Ja, das schon, aber so einfach so von so einem Stück Papier sich da irgendwas, Die nächste Ebene das ist so. abstrahieren, ja. Genau, das ist so anders als alles, was ich bisher hier gelernt habe. Bisher wäre wahrscheinlich leichter, wenn mir die Leute sagen würden, du musst erst die, dann die, dann die, dann die.
Also das wird erstmal scheitern, vor allem, weil ich danach mache, wo jemand anders langfliegt, aber das war ja nicht meine Richtung. Und dann versuchen halt dieses, ja, das zu abstrahieren, dieses von, okay, das ist jetzt, sieht ein bisschen anders aus, es ist die Draufsicht und Vor allen Dingen vielleicht auch gerade ein bisschen ungewohnt, weil du gleichzeitig zu dieser Übung gerade das Formationsfliegen lernst, wo man na ja toll. mit anderen zusammenfliegen soll. Aber die fliegen ja woanders hin. Ja, das ist halt alles ein bisschen schwierig, ja. Ja. Aber Reizüberflutung und so auszublenden, das ist ja das große Ding der Urieliten. Und irgendwann wird Inariel das vielleicht auch hinkriegen. Wird Ja. vielleicht seine Zeit dauern. Das dauert ein bisschen, ja. Ja. Dann geht es aber auf den zweiten Punkt dieser Übung, nämlich dann geht es raus ins Freie, aufs erste Mal aus dem Himmel heraus. Mit vielen anderen kleineren Engeln zusammen und auch mit Normandiel, die Engelsschar quasi anführt. Und ihr lernt diese Landmarken, die ihr auf der Karte gesehen habt, abzufliegen, und zwar im Gelände wirklich. Also ihr lernt dann, was auf der Karte ist, zu sehen, was in der Realität, wie das dann da aussieht. Und da ihr ja vorher euch die Landmarken überall gemerkt habt, durch das andere Spiel, ne, merkt man jetzt halt den nächsten Schritt, sich das halt auch in der Realität zu merken und abfliegen zu können. Und der nächste, genau, das wird lange dauern, bis man das irgendwie verarbeitet bekommt. Das macht aber auch Spaß, wenn man jetzt da tatsächlich was anderes sieht. Ich meine, der Turm ist riesig und birgt viel, aber die Welt da draußen ist noch viel, viel größer. Und so ist es dann auch, dass ich mal bei der Landmarke mal kurz lande und mich umschaue, was hier ist. Schaue, ob ich irgendwie ein Tier oder sowas finde, wovon erzählt wurde. Normandiel schaut dich direkt ta tadelnd an und meint, die Schar nicht verlassen. Oh ja, aber ja, Es ich ist. glaube, ich habe einen Wolf gesehen. Ja, das kann sein. Ja. Bist noch nicht bereit dafür, richtig alleine durch die Welt zu ziehen. Gut, ja, dann auch die Es Schar ist auf mich. gefährlich. Was kann denn passieren? Ich weiß doch alles. Ich weiß selbst, wenn man sich verletzt, wie man die Verbände wickelt. Ja, aber du weißt noch nicht, wie man mit dem einfachen Volk umgeht, die nicht aus dem Himmel kommen. Ich passe auf sie auf. Ja, das hoffe ich. Aber vielleicht ist dein Erstkontakt jetzt noch nicht so richtig sinnig. Ja, dann erst mal Das wieder hinterher hinterlässt fliegen. vielleicht so eine kleine Herausforderung in Inariel. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe es ja auch früher geschafft zu fliegen, als er gedacht hatte. Ja. Dann kommt hier nämlich der nächste Schritt dieser Übung vielleicht gar nicht mal so ungelegen, denn der nächste Schritt ist es, einen von eurer Gruppe zu trennen und die Gruppe jagt den Einzelnen. Der Einzelne sucht seinen Weg, der wird irgendwo ausgesetzt und kriegt die Aufgabe, zurück zum Himmel zu finden. Und die Gruppe muss ihn suchen und er muss versuchen, ungefunden zum Himmel zurückzukehren. Sehr gut. Ich melde mich freiwillig. Das heißt, du wirst erstmal, werden dir halt so Stopfen in die Ohren getan, denen die Nase irgendwie so und die Augen zu verbunden, sodass du halt keine Sinneseindrücke mehr, also nur noch ganz gedämpft wahrnehmen kannst. Und man fliegt dich irgendwo hin, wo du nicht weißt, wo du bist, und setzt dich dann aus. Und dann bist du da erstmal. Schauen. Es ist zumindest nicht dunkel, das ist schon mal ganz Nee, gut. ist mitten am Tag, ja. Ach, Bäume habe ich auch schon mal gesehen. Sind eigentlich nur hier gewachsen. Da hinten an diesem Berghang. Gut. Direkt hast du diese Karten rattern so wie vor deinem geistigen Auge hin und her. Vielleicht kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen, wie so ein scannenden Blick irgendwie so, wenn das so die Karten so Ja, die. Ach abtastet. so, bemerkt ja, nee, der Buchenwald, der war nicht hier. Nee, gut, dann da lang. Und ja, sicherlich auch wenn fliegen unterhalb der Baumgrenze, weil ich soll ja auch nicht gefunden werden. Genau. Immer mal zurückschauen, ob ich jemanden sehe. Und dann, ja,
schleichend und doch versuchen, schnell voranzukommen. Wenn das wirklich das die Umgebung ist, die, wo du denkst, dass du bist, dann ist etwas abseits von deinem Weg zurück zum Himmel in quasi in die andere Richtung, wenn du jetzt wenn du nicht direkt zum Himmel zurückgehst, sondern einen großen Bogen schlägst, wäre ein Menschendorf auf dem Weg. Ja, damit rechnen die nicht, ne? Wenn ich die wäre, würde ich ja nicht versuchen, mich hier irgendwo weit draußen zu finden, sondern viel näher am Tor. Gut, schlagen wir einen Bogen. Praktisch. Das gehört alles nur dazu. Ja. Und dann, ja. Auch gar nicht damit rechnen, dass sie mich jetzt immer mal umschauen, ob jemand da ist. Und wenn ich dem Dorf näher komme, ist auch so ein mulmiges Gefühl. So. Ja, man sollte noch keinen schon von Weitem hörst du schon ja so einen Schmied, wie er irgendwie auf dem Amboss schlägt. Du hast diese Sinneseindrücke von gebratenem Fisch, wie der in der Luft liegt. So ein bisschen so die Ausdünstungen von Vieh. Das sind alles Eindrücke, die ich noch nie erfahren habe. Davon habe ich gehört, ja. Ja, genau, D-Rex Befehlsverweigerung. Überhaupt nicht. Du wirst Spaß haben mit Daniel, glaube ich, ja. Das ist überhaupt keine Befehlsverweigerung. Das ist. Wie gesagt, komm zurück zum Tor. Er deckt den Befehl nur aus. Ja. Dann, ja, man sieht mich nicht. Ich hoffe, dass die Menschen mich nicht sehen. Ich gehe mal davon aus, dass die Menschen nicht ganz. Ja, doch, wir sind stärker als die Menschen. Das habe ich fast als erstes gelernt. Ja. Und schleiche mich da mal an, versuche immer zu bleiben und mal schauen, was die Menschen so machen. Dieses Hämmern, warum ist das eigentlich so laut, dass der Schmied da rumhämmert? Das ist ja, kann er das nicht leiser machen? Ja, wenn du dich da näher ranschleichst, siehst du dann halt so eine offene Schmiede oder halt so ein muskulöser, etwas in die Jahre gekommener Mann halt auf so einem Amboss rumhämmert. Ja. Neben ihm steht so ein kleiner Junge, der das irgendwie so wahrscheinlich in deinem Alter, der das begutachtet, der immer wieder so einen Befehl kriegt von dem. Die sprechen allerdings eine Sprache, die du irgendwie nicht so richtig verstehst. Schade. Ja, dann weiter zu einem anderen irgendwo hinter einem Busch verstecken, dann zu einem Stein und mir hier das Dorf anschauen. Ja. Dann wirst du Eindrücke sammeln. Eigentlich ist das für mich so ein bisschen wie dieser große Raum, in dem jeder Mensch hier so ein verschiedener Sprecher ist. Weil was sie hier tun, da kann ich ja sicherlich nur von lernen. Ja, dann wirst du das normale Dorfleben irgendwie so mitbekommen. Ja. Und wenn ich dann merke, dass es doch einiges an Zeit vergangen ist. Und mit ein paar, auch mal mit ein paar kurzen Strecken fliegen, mache ich mich dann weg von dem Dorf. Und versuche ungesehen wieder zurück zum Turm zu kommen. Ja, das Blöde ist, am ersten Mal wirst du wahrscheinlich gefunden. Kurz, also nicht sofort, aber kurz bevor du den Turm erreichst, wirst du gefunden. Ja, aber das ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass du diese Übung machen kannst. Ja. Wahrscheinlich bin ich auch mal an der anderen Seite. Ja. Schau mir an, wo jemand sein könnte. Ja, und dann kommt dir die Idee, wir könnten uns aufteilen, dann haben wir mehr Zeit, mehr Platz zum Abdecken. Wenn wir im Geschwader bleiben, dann haben wir einen kleinen Raum, den wir abdecken. Wenn wir jeder einzeln suchen, sind wir schneller. Ja, das ist eine ziemlich gute Idee, ja. Die Möglichkeit, wieder zu dem Dorf zu kommen. Das auch, ja, aber das Dorf ist natürlich weit weg, aber es gibt bestimmt auch Dörfer, die ja näher daran sind. Vielleicht hat er die gleiche Idee wie du und guckt da auch nach. Ja, natürlich, das ist ziemlich klug. Ja, das Interessante an dem Dorf ist, die Menschen erzählen nicht wirklich was. Jedenfalls macht das alles nicht viel Sinn, was sie machen. Aber es ergibt auch im ersten Moment nicht viel Sinn, dass jemand, der über Karten redet, Verbände wickelt.
Also wird das schon Sinn ergeben, was Die wir machen machen. auch eigenartige Sachen. Irgendwie, du hast zum Beispiel so irgendwie so zwei Menschen, die halt einmal in der Dämmerung da waren, dass du dann in der Dämmerung warst, und dann irgendwie draußen auf so einer Bank gesessen haben, sich so den Arm umeinander gelegt und dann haben die so die Lippen aufeinander gepresst. Das ist spannend. Das macht irgendwie ein komisches Gefühl. Irgendwie ist mir das unangenehm. Aber sie fragen, wäre nicht so klug. Und dann man merkt ja, dass sich diese Menschen auch lange beobachten und auch Leute, die irgendwie am Feuer sind und was trinken und immer lustiger werden. Genau. Und dann irgendwann denken, oh oh, wahrscheinlich ist die Übung schon lange vorbei. Ein bisschen die Und Zeit verlieren, ja. ja, mal wieder zu der Schar zurückkehren. Ja, man wird irgendwie, Normandiel wird dich irgendwie argwöhnisch beäugen, weil du immer mehr diese Ausreißer hast und immer mehr irgendwie, wo treibst du dich denn rum? Ich suche. Der Wald lenkt mich ab. Es gibt einiges zu finden. Der Ich hatte das Wolf. letzte. Ja, der Wolf. Ich hatte gedacht, dass das Ezekiel wäre. Es wäre klug, sich in der Nähe der Tiere zu verstecken. Das ist richtig. Aber da hast du ihn wohl nicht gefunden, Nein. hm? Versuch dich besser zu konzentrieren. Ja, natürlich. Ja, als du bei meiner nächsten Übung wieder dem Dorf nahe kommst. Muss mich konzentrieren. Ja, vielleicht, wenn ich hier in dem Baumwipfel sitze, dann bin ich nicht wirklich im Dorf. Stimmt, ja. Sitzt oben im Baum und beobachtest irgendwie, was da unten, irgendwie so ein klein, den kleinen Schmiedejungen, wie der da unten mit so einem Kreisel spielt. Was ist Also das für mit ein so, Kreis? also nicht so, Ja. so ein Rad halt, ne? So ein, nicht Kreisel, sondern wie nennt man diese, wo man halt mit dem Stock über dieses, über den, Ja. ja. Spielt er halt mit so einem Spielzeug. Wird Ich halt kletter mal. beobachtet von dir. Ich kann ja auch immer noch, wenn ich im Baum bin, noch ein bisschen tiefer klettern. Ich bin dann immer noch im Baum und nicht im Dorf. Genau, richtig, ja. Tja, aber es wird passieren, dass Inariel sich da irgendwie diesen kleinen Jungen beobachtet und auf sich deswegen nicht richtig achtet, weil er sich gerade fokussiert auf das, was er beobachtet und eine Feder verliert, während er da sitzt. Ja, im letzten Moment dann auch noch so. Die segelt so langsam unter dir nach unten und landet im Gesichtsbereich des Jungen. Der nach unten guckt, sie aufhebt, nach oben guckt und dir dann direkt ins Gesicht schaut. Ich starre zurück. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Der ist irgendwie wie erstarrt, das steht da irgendwie. Ja, ich auch. Schaut so auf die Feder, schaut so auf dich. Hallo? Ja, ich laufe Springt. auch weg. Springe weg. Inariel fliegt davon. Erstmal irgendwie ein paar hundert Meter weg. Hörst dann irgendwann Geraschel irgendwie zwischen den Bäumen, da wo du eben warst. So schlimm war das ja jetzt nicht. Nö. Du hast halt eine Feder verloren, ja. Was soll denn da passieren? Ich meine, ich reife erst Kontakt. Nichts Schlimmes passiert, ja. Nö. Könnt ihr mal zurückgucken, ob der Junge noch wieder da ist oder ob der sich jetzt im Haus versteckt hat. Weil ich meine, die Erwachsenen, habe ich gehört, sind meist ein bisschen strenger, aber die Kinder,
Er ist in meinem Alter. Ich fliege mal wieder zurück. Ja, dann siehst du halt so eine Traube Erwachsene mit dem Kind, der zeigt halt so auf den Baum, wo du eben noch gesessen hast. Redet irgendwas, was du nicht verstehst. Na gut. Dann warte ich ab. Ich warte. Zeigt dann so die Feder und die anderen. Dann warte ich ab, bis die Traube sich aufgelöst hat. Das ist ja auch, das ist alles eine Übung. Geduld und sich verstecken. Bis die Traube sich aufgelöst hat. Ja, und dann gehen sie wieder irgendwann von dannen. Ja. Was eine gute Trainingsmöglichkeit ist, von einem gesehen zu werden, aber nicht vom Rest. Ich versuche in den Blickbereich des Jungen zu kommen. Des Schmiedesohnes. Ja. Und nicht von den anderen gesehen zu werden. Ja. Ich mal gucken, ob das, wie das gelingt. Ja. Moment. Zip. So, einmal einblenden. Das ist das 19. Arcanum, die Schar in der aufrechten Bedeutung. Oh je. Nämlich. Zusammenhalt, Befreiung, Zusammenarbeit, Gemeinsamkeit, Partnerschaft, Kooperation, Energie, Lebenskraft, Entstehung, Motivation, Stimulation, Jubel, Organisation, gemeinsame Vision, Erforschung, Wiederbelebung, Schöpfung, Neuerung, Erfolg, Gelingen und Errungenschaften. Meine Güte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schaffe. Ich werde irgendwie in einem Baum und ich merke, ich habe den Jungen ja jetzt schon eine Weile gesehen und weiß, woran der so Interesse hat. Und da er es tatsächlich nicht dahin guckt, wenn ich da irgendwo stehe, dann guckt er immer wieder in eine andere Richtung. Das klappt so nicht. Das versuche ich eine Weile. Mir dann denke, woran der Junge so Spaß hat an so irgendein Spielzeug, was er schon oft hatte, dass ich wahrscheinlich hat er diesen Reifen irgendwo, mit dem er vorhin gespielt hat, den schnappe ich mir und lass den so ein bisschen so außer Sichtweite, also in der Sichtweite von ihm so lang rollen, dass er vielleicht dem Reifen hinterher geht und an da, wo der Reifen hinrollt, da bin ich. Dann habe ich den Reifen in der Hand und knie mich ein bisschen hin, damit ich, ja, obwohl ich bin genauso groß wie er, ja. Ja. Dann reiche ich ihm den Reifen und ich bin Inariel. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin hier, um euch zu schützen. Um dich zu schützen. Ich bin ein Engel des Herrn. Ich rolle ihm den Reifen wieder zu. Nimmt den, dreht sich um und läuft weg. Und in dem Moment legt sich so von hinten so eine Hand auf deine Schulter. Wir sind Engel des Herrn. Wir sind Streiter des Lichts. Wir hören und gehorchen, Inariel. Normandiel steht hinter dir. Was war das gerade? Ein Erstkontakt. Ohne Erlaubnis? Es hat funktioniert. Ich hatte auch keine Erlaubnis zu fliegen. Ich habe es trotzdem geschafft. Ich habe gesagt, es ist gefährlich. War es nicht. Was hast du gemacht? Wie lange schon? Ich war ein paar Mal hier, ja. Die Menschen sind interessant. Wir müssen sie ja beschützen, dann muss ich auch wissen, wen. Und es ist einfacher, das direkt von ihnen zu lernen, als... Was zu lernen? Was sie machen. Und was machen sie?
streiten, lachen, tanzen, aber sie bleiben meist in ihrem Dorf. Sie bleiben für sich. Mhm. Der Hirte bringt morgens seine Schafherde mit einem Hund raus. Der Hund ist verspielt. Du warst schon oft hier, oder? Ja. Aber sie sind nicht böse, sie sind nicht verderbt. Bin ich mir ganz sicher. Vielleicht ist es besser, wenn du erstmal wieder nicht, wenn du nicht mehr hier hinkommst. Aber natürlich, ich gehorche. Wir sind Engel des Herrn, sind Streiter des Lichts. Hören und gehorchen. Na dann komm. Ich schaue nochmal zurück zum Dorf. Ja, der Junge läuft so mit der Feder so noch uns irgendwie zwischen den Häusern rum. Naja. Ja. Ein paar Tage vergehen, mit denen du mit anderen Aufgaben betrachtet wirst, aber dann ist dann irgendwann ja so wieder mal die Chance, wieder an einer Engeljagd teilzunehmen. Du könntest wieder dich davon stehlen. Willst du auf Normandiel hören oder willst du nochmal schauen? Verstehe, was Normandiel sagt. Das ergibt doch alles Sinn. Ich habe ja auch viel Gutes von ihm gelernt. Aber die Tage, in denen ich jetzt irgendwas anders machen durfte, waren irgendwie die blödsten Tage, die ich bisher hatte. Wenn ich nur eine halbe Stunde weg bin, dann kriegt das keiner mit. Nur eine halbe Stunde. Mehr mache ich nicht. Mhm. Fliegst wieder in die Richtung des Dorfes. Es ist diesmal nicht so, wie es sonst immer war. Von weitem hörst du diesmal nicht dieses Hämmern. Du hörst auch nicht das Grunzen der Schweine. Oh, das ist ja noch spannender dann. Vielleicht riechst ist ja ein Fest auch, oder so. Riechst auch nicht das Gleiche, es riecht verbrannt. Mich da mal wie immer anzuschleichen. Du siehst schon von weitem aus deinen üblichen Beobachtungspositionen, dass die Häuser abgebrannt sind. Totes Vieh liegt auf dem Boden herumher. Ich gehe dahin, auf jeden Fall. Dauer, traust dich aus der Deckung heraus. Man würde sagen, naja, nicht wirklich, also was für ein Urieliten das drauf zustürmen ist, also trotzdem mal in Deckung bleiben und geduckt, aber nicht immer nach hinten gucken und nicht immer abwarten, sondern recht schnell und zielstrebig auf das Dorf zu. Im Zweifelsfall war das genau die richtige Idee, hier daher zu fliegen, weil so kann ich die anderen holen. Aber erstmal muss ich schauen, was hier passiert ist, sonst wird das. Zwischen den Häusern liegen ja einige von den Dorfbewohnern, die du kennst, mit dem Gesicht im Matsch, weil es hat die letzten Tage geregnet. Nein, ich flieg mal auf so ein Dach drauf, ich nehm mal Pfeil und Bogen, sitze auf dem Dach und schaue mich erstmal um, ob ich hier irgendwas sehe. Irgendwas. Also die Dächer sind halt so Strohdächer gewesen, die sind halt völlig verbrannt. Du siehst halt die restlichen, die Reste vom Dachstuhl, da kannst du dich draufsetzen, das knarzt unter dir. Ja, dann, naja, ich habe ja die Flügel hier so ein bisschen ausgleichen und dann schaue ich mal, ob hier noch irgendwer ist. Ja, wenn deckst du auch in den Häusern, also unter dir ist irgendwie so, ja, die Überreste von verkohlten Menschen. Dann so ein Mensch, der auf dem Platz liegt, drauf zu, schauen, ob er noch lebt? Nein. Und dann
schaue ich mal, ob ich hier alle Dorfbewohner finde und wenn nicht, ob hier irgendwie Spuren aus dem Dorf rausführen. Die Menschen, die du irgendwie untersuchst, die da in der Mitte gelegen haben, das ist dieses Pärchen vielleicht, das du da irgendwie gesehen hattest, die haben merkwürdige Wunden, die Inariel so gar nicht zuordnen kann. Kein Schwertstreich oder kein Speerstich, keine Wunden von einer stumpfen Waffe. Stattdessen sieht es so aus, als wäre irgendetwas, ja, es wären die hinteren Teile der Körper irgendwie quasi geborsten. Was ist das? Ja, ich schau erst mal weiter, ob hier noch irgendwelche Spuren rausführen oder Spuren reinführen. Spuren lesen, das kann ich. Ja, der nasse Boden macht es möglich, dass auch auf jeden Fall Fußspuren zu sehen ist. Du siehst irgendwie, dass hier viel umhergelaufen wurde. Vielleicht kann ich noch jemandem helfen, irgendwie. Du siehst Pferdespuren auf jeden Fall, die in das Dorf hinein und wieder hinausführen. Und überall siehst du ja entweder verbrannte Leiber oder welche mit diesen geborstenen Teilen, also einen geborstenen Brustkorb oder weggesprengte Schulter oder Gesicht, alle tot. Ja, dann schaue ich mich um, drehe mich ein bisschen, jetzt auch die Deckung überhaupt nicht beachtend, um und ich erinnere mich daran, dass der Schmied immer seinen Sohn gerufen hat, wie er ihn gerufen hat. Und ich rufe einfach mal nach ihm. Pedro? Pedro, wir sind hier. Ich bin hier. Wir sollten hier sein. Ich fliege mal direkt nach oben. Und schau mal eigentlich, wo jetzt meine, ich sag mal, Schar hin ist, mit denen ich eigentlich zusammen was machen sollte. Ja. Dieses, ja, du kannst sie nicht sehen, die sind wahrscheinlich mehrere hundert Kilometer noch in einer anderen Richtung, weil ihr gerade woanders eigentlich suchen solltet. Aber du kannst natürlich schnell zu ihnen hinfliegen. Wenn die so weit, du bist das dauert, schnell in der Luft inzwischen. Ja. Du hast es gelernt, schnell zu fliegen, du hast schnell dann die Wege gelernt, weißt instinktiv, wo deine Geschwister sind. Dann schaue ich aber trotzdem erstmal hier, ob noch jemand. Ich umkreise mal das Gelände noch, ob hier jemand sich versteckt oder noch Hilfe braucht. Oder ob die Angreifer da irgendwo sind. Ja. Weil ansonsten ziehe ich dir mal eine Karte und guck mal, was du draus machst. Okay. Das vierte Arcanum, die Schrottbaronin. In der umgedrehten Bedeutung. In der umgedrehten. Ja. Tyrannei, Unreife, Fesseln, Diktatur und Gewalt. Ja. Irgendwie passt das alles so. Passt sehr gut. Ich finde auch schnell, ich werde ganz schnell, diese Pferdespuren sind ja ziemlich eindeutig, denen ich ein paar Meilen folge. Und dann tatsächlich da wen und was auch immer, die das Dorf angegriffen haben, sehr schnell finde, die auch noch ein paar Dorfbewohner in ihrer Gewalt haben. Ja. Findest du so ein Zeltlager. Pferde angebunden. Ja. Mehrere von den Kindern, die in dem Dorf waren, sind da. Auch der Pedro. Das Blöde ist, dass Menschen nicht fliegen können. Es fängt an zu regnen. Ja. Was das Fliegen jetzt ein bisschen schwieriger macht. Also klar, du kannst im Regen fliegen, aber. Na gut. Die Karte sagt doch Unreife. Ja. Das kann ich gut. Ich schleiche mich mal an das Zelt an, wo die Kinder sind, oder dahin, wo die Kinder angebunden sind. Versuche sie zu befreien und hier wegzuführen. Weil die könnte ich dann irgendwie in Wäldchen packen, da sollen sie ruhig sein und dann hole ich den Rest meiner Geschwister. Ja.
Wie machst du das? Wie versuchst du die zu befreien? Also die Erwachsenen sitzen gerade um so ein Feuer rum, eine Wache irgendwie, an so einem großen Käfig, wo die Kinder eingesperrt sind. Also es ist so ein behelfsmäßiger Käfig, halt also in so Zeltform, aber halt als schon ein Käfig. Mhm. Und der ist bewacht von einem, ja. Mhm. Die restlichen sitzen am Feuer und werden wahrscheinlich gerade irgendwie was trinken oder so. Dann werde ich in dem Unterholz in der Nähe des Lagers auf ein paar Äste treten, sodass es knackt. Ja, der dreht sich so in deine Richtung. Ich halte mich versteckt, mache nochmal Geräusche. Zieht aus seinem Mantel so einen komischen Stock heraus. Noch nie gesehen sowas. Und geh dann ein paar Schritte weg und lass es, ich trete auf jeden Ast. Ja, der folgt dir. Sehr gut. Wenn er ein paar Meter weg ist, dann nehme ich Pfeil und Bogen und schieße. Also trete daneben einen Baum hervor und... Ja. Willst du eine Karte oder willst du treffen? Ja, komm, eine Karte. Ich kann es auch sagen, was... Nee, nehmen wir eine Karte. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht... Spannender, ne? Ja. Wir haben das 21. Arcanum, die Welt in aufrechter Bedeutung. Oh, das klingt doch gut. Ja. Das ist Vitalität, Erfüllung, Belohnung, Freiheit, Ganzheit, Vollkommenheit, Ganzheitlichkeit, Vollendung, Integration, Einigung, Bewusstsein, Vision und Umwelt. Ja, also ich trete durch mit schon gespannten Bogen vom Baum. Vielleicht sieht er mich noch kurz, aber dann ist der Pfeil schon von meiner Seele und trifft ihn genau im Herzen, so wie ich es gelernt habe. Ohne ein Geräusch fällt er zu Boden. Also ohne, dass er ein Geräusch von sich gibt. Ja. Dann laufe ich dahin. Schau mal, ob er vielleicht irgendwas bei sich hat. Schlüssel kenne ich ja sicherlich. Ja, diesen Stock hat er bei sich, die Schlüssel. Ja, der ist uninteressant. Da kenne ich diesen Stock. Habe ich davon gehört. Gut, ja, dann ist er uninteressant. Dann... Ja, schaue ich mir nach Schlüsseln. Ja, Schlüssel hat er bei sich. Dann laufe ich schleiche ich mich zu dem Käfigzelt und versuche die Kinder zu befreien. Ja. Und wenn ich da hinkomme, erstmal nehme den Schlüssel und wenn das nicht ein ganzer Bund ist, versuche ich mal da aufzuschließen. Kommt mit. Leise. Ja, laufen mit dir mit. Ja. Und geht dann mit denen in ein entferntes Wald, wahrscheinlich an der Leiche vorbei. Ansonsten müsste ich über den ganzen Platz laufen. Ja. Und laufe ein paar Kilometer mit ihnen. Und seid hier. Bleibt hier. Ganz ruhig bleiben. Ihr seid jetzt hier in Sicherheit. Ihr müsst ruhig sein. Ganz ruhig. Ja. Tuscheln was untereinander, du verstehst die Sprache nicht. Ganz ruhig bleiben. Hier bleiben. Ich hole Hilfe. Ja. Und dann fliege ich mal und suche so schnell wie möglich meine Geschwister. Ja. Fliegst hoch, bist gerade so bist schon ein Stück weit gekommen, versuchst dich zu beeilen, als du so ein donnerndes Geräusch hinter dir hörst. Na, es regnet ja auch. Fliegst weiter, holst ziemlich schnell auf und findest zuerst Normandiel. Normandiel. Inari. Brauch Hilfe. Das Dorf, es wurde überfallen. Du warst wieder beim Dorf. Ja, ich war beim Dorf. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dort nicht hingehen? Ja, das hast du gesagt. Es ist abgebrannt. Menschen haben die Kinder entführt. Ich habe sie in ein Waldstück gebracht. Los, schnell dorthin. Gut. Soll ich die anderen holen?
Ich denke, das schaffen wir. Ja, ich lächle ihn an. Sehr gut. Dir fliegt mit allem Tempo. Es war so eine gute Idee, dass ich kurz beim Dorf vorbeigeschaut habe. Sonst hätten wir das nicht mitbekommen. Vielleicht. Schleicht euch irgendwie von der einen Seite des Lagers, wo die Kinder nicht sind, irgendwie, oder wollt ihr zuerst zu den Kindern fliegen? Erstmal zu den Kindern, ob die noch da sind. Dann wirst du bei dem Platz ankommen, wo die Kinder waren und ein Kind auf dem Boden liegen sehen, während die anderen nicht zu sehen sind. Ich lauf zu dem Kind. Du, ich schau mal. Es waren sechs. Diese geborstene Wunde. Es ist schon wieder passiert, wie im Dorf. Es waren eigentlich sechs oder sieben Kinder. Sie sollten still sein, sie sollten hier bleiben. Da drüben, im Busch. Ich schau mal hin. Ja. Du siehst, wie Normandel sich irgendwie lautlos, irgendwie sofort wie so ein Schatten irgendwie zwischen den Büschen entlang schießt quasi. So halt so ein bisschen schwebend über dem Boden mit einem Flügelschlag Richtung diesem Busch. Und dann hörst du wieder diesen Donnerknall, der aus dem Busch herauskommt. Und siehst, wie Normandel nach hinten geworfen wird. Nein! Ich lege ein Pfeil auf die Sehne und schau mal, ob ich was... Ich da ist dein, da ist der Schatten im Busch. Ja, ich schieße auf diesen Schatten. Mhm. Ja, du da triffst wahrscheinlich, weil Inariel immer trifft, wenn er will. Und dann erst mal in den Busch, weil vielleicht lebt er doch noch. Oder sind mehrere? Ja, in dem Busch siehst du, das Erste, was du siehst, ist, dass da ein Körper im Busch ist, den du wohl getroffen hast. Vor dem Busch liegt dieser Stock. Und der stinkt. Ja, der stinkt, genau. Und im Busch siehst du den mit einem Pfeil durchbohrten Körper von Petro. Nein! Petro! Ich. Ja, wahrscheinlich irgendwie genau getroffen, wie ich das wollte. Mhm. Warum? Ich rieche an seiner. Du hörst von hinter dir in so. Ja, dann. Zurück zu Normandie. Ja, der hat auch diese klaffende Wunde. Irgendwie auf Höhe des Halses, so ein Stück aus dem Hals raus. Das ist... Oh Mann, ich bin bei dir. Spritzt in Fontänen. Ich bin bei dir. Ich versuche mich an das zu erinnern. Bogenschießen war interessanter als das. Wenn du jetzt einen Raphaeliten hier hättest. Ja, ich weiß aber, dass das auf jeden Fall bei sowas das Blut irgendwie nicht weiter aus dem Körper kommen muss. Mhm. Und Druckverband habe ich bestimmt auch schon mal gehört. Ja. Und was möchtest du? Was möchtest du denn als Verbandszeug benutzen? Tja, habe ich was dabei? Habe ich was nicht dabei? Deine Kleidung. Eine Karte. Hast du dabei? Ne? Eine Karte kann ich ziehen, klar. Ja, genau. Ne? Ja, schauen, ob Karte kann ich ziehen. Das 9. Arcanum, der Monarch. Aufrechte Bedeutung, Weisheit. Ach, das ist... Vervollkommnung, Innenschau, Komplettation, Erfahrung, Einzelheiten, Offenbarung, Integrität, Respekt, Führungsqualitäten, Übergänge, Entdeckung, Weisheit, Anleitung, Offenheit, Mut und Suche. Ja, dann nehme ich doch. Ich finde auch, Normandie hat, ich weiß es, ich habe tatsächlich kein Verbandszeug dabei, weiß aber, dass Normandie sowas dabei hat und schaue bei ihm in der Tasche und finde da Verbandszeug. Schnell drum. Pack das drauf und ja, den Hals umwickeln. Es ist alles nicht so einfach. Mhm. Aber so gut ich es nun mal gelernt habe, ohne viel praktische Erfahrung, ja, schaffe ich es wenigstens, dass das Blut nicht mehr allzu sehr spritzt. Ja. Gibt nur noch so ein Röcheln von sich. Normandie, kannst du mich hören? Nein. Warum? Warum? Du hörst wieder so ein Geräusch irgendwie zwischen den Büschen.
Ich nehme Pfeil und Bogen. Kommt her! Kommt her, wenn ihr euch traut! Einer von den erwachsenen Menschen tritt zwischen den Bäumen ins ja, Freie auf die Lichtung. Er tritt zu diesem Stock vor sich halten. Ja, ich habe auch den Pfeil auf der Sehne. Und lass die Sehne los. Ja. Der Pfeil, der ihn durchschlägt. Was soll das? Nach hinten weg. Ja, dann schleiche ich hier erstmal durch den Wald von einem Baum zum anderen und suche mir die anderen Leute, die solche die Waffen stinken, auch wenn sie nicht abgefeuert wurden, riechen findest sie die anderen, wirklich. Findest in dem Lager natürlich die anderen noch, die Kinder wohl wieder zusammengesucht haben. Einer davon hat auch diese klaffende Wunde. Wird gerade von einem anderen irgendwie verbunden. Alle, die so eine Waffe haben. Ja, die anderen haben alle so, die haben halt Schwerter und Speere. Ich trete vor die und sage, lasst die Kinder gehen. Was tut ihr hier? Rechtfertigt euch. Ich schaue dich so mit großen Augen an. Ein Engel, ne? So. Dann tritt einer von denen vor, holt so eine Kette so unter dem Mantel hervor und zeigt das große offene Auge, was er um den Hals trägt an der Kette. Was tut ihr hier? Wir sind Templer des Uriel, Engel. Aber ihr... Warum entführt ihr die Kinder? Wir haben sie gerettet. Wovor? Vor der Traumsaat. Ich habe keine gesehen. Nur in diesen stinkenden Waffen. Weiß nicht, was du meinst. Ich deute auf diese Verletzung. Die das machen. Die das machen, das war Traumsaat. Das war die Traumsaat? Ja. Ihr müsst mir helfen. Bei was? Ein weiterer Engel des Uriel ist verletzt im Wald. Wo? Kommt mit. Führst sie dahin? Ja, ich führe die dahin. Warum? Erklärt es mir. Was haben Sie mit der Traumsaat zu tun? Ich dachte, man würde die Traumsaat sehen. Der Herr der Fliegen und seine Wesenheiten. Du bist noch jung, oder? Ich nicke. Manchmal ist die Welt etwas gefährlicher, als man sich das vorstellt. Wurde von dem Jungen erschossen. Such das Gelände ab, vielleicht ist das Ding noch irgendwo. Wie sieht es aus? Ist es ein Mensch? Nein, wie ein großes Insekt sieht es aus. Ja, das tue ich. Ja, Inariel sucht vielleicht mit den Templern mit. Ja, ich und suche und bin. Und unser Blick weit mit auf dem Obertempler, der sich um Normandiel kümmert gerade. Inariel sucht, die anderen suchen anscheinend auch. Und der Griff des Templers geht um den Hals von Normandiel und es gibt ein großes Knack, als er mit einem Ruck das Genick des Engels bricht. Ja, ich suche mit den anderen, bin absolut verwirrt, was hier passiert. Findet nichts. Komm, dann. Wir müssen noch was finden. Die anderen verstehen meine Sprache nicht. Ist das richtig? Die verstehen dich. Ach so. Wir müssen noch was finden. Wir können nicht einfach so aufgeben. Ich sehe nichts. Hier ist nichts. Ich rieche nichts. Es tarnt sich.
Wenn du schon nichts siehst, wie sollen wir das wissen? Dann müsst ihr... Am besten holst du Verstärkung. Ja. Wir kümmern uns um deinen Freund hier. Sehr gut. Ich komme wieder. Und fliege dann erstmal zu den anderen, meinen Geschwistern. Mhm. Ja. Findest auch deine Geschwister irgendwann natürlich... Ihr müsst ganz schnell kommen. Ich habe die Traumsaat gefunden. Die Traumsaat? Hier? Ich war im Kampf mit Normandiel und ich. Wir haben gegen sie gekämpft. Er ist verletzt. Dann schnell. Ich hole sie und bringe sie zu dem Lager zurück. Ja, das Lager ist während der Zeit abgebrochen. Ja, es waren Templer des Uriel. Sie haben in dem Dorf, was an dem Berghang ist, beim Buchenwald. Dort haben sie die Traumsaat gefunden und haben alles vernichtet, so wie sich es gehört. Ja. Und ich hatte sie erst für Feinde gehalten, weil sie die Kinder entführt haben, aber sie haben mir dann gesagt, dass sie die Kinder gerettet haben. Natürlich, was sollten sie sonst mit den Kindern machen? Sie haben sich jetzt um Normandie gekümmert. Bestimmt. Wo haben sie ihn hingebracht? Ich schau mal, ob ich ihn noch irgendwo... Ja, ich gehe mal zu dem Platz zurück, jedenfalls, wo auch Pedro gefallen ist. Die Spuren führen zurück nach Montsalvage. Sie haben ihn zurückgebracht, das ist gut. Sie haben ihn sicherlich gekümmert. Wir können einen ab, oder... Er wird es wissen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so nah war. Und ich habe die Traumsaat nicht gefunden. Was hast du überhaupt hier gemacht? Völlig außerhalb der Reichweite von unserer Übung. Ich war schon... Wodurch ist er denn verletzt worden? Ich weiß es nicht. Seine... Liegt da noch irgend so eine Waffe? Ja, der Körper von dem Pedro liegt noch da und die Waffe liegt da auch noch. Ich zeig diese Waffe davon. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir werden es mitnehmen in den Himmel und uns erklären lassen. Ja, es stinkt. Ja, auch wenn es nicht abgeschossen ist. Es riecht nach Öl. Stimmt. Lampenöl. Vielleicht, aber was irgendwie anders. Ist. Ja, ich schaue mir noch einmal gut zurück. Bleib nochmal zurück, schau auf Pedro, der hat die Waffe abgefeuert. Den ich einige Zeit lang beobachtet habe. Mhm. Getötet hat. Und dann jetzt getötet habe und dort liegt er mit meinem Pfeil noch in der Brust. Die Traumsaat. Wusste nicht, dass sie so subtil sein kann. Und dann fliege ich zurück und will mir auch im Himmel dann erfahren, was mit Normandie passiert ist, ob man was von ihm weiß jetzt. Ich werde das natürlich dann sagen, was mir passiert ist, nochmal Bericht erstatten. Ja, irgendwie, man wird dir sagen, irgendwie, dass man sich um Normandie gekümmert hat. Ist gut. Aber du wirst Normandie nicht mehr zu Gesicht bekommen. Du wirst ihn nie mehr sehen. Wo ist er denn? Es geht ihm gut. Was ist das für eine Waffe? Eine vorsintflutliche Feuerwaffe. Wer hat sie abgefeuert? Ein kleiner Junge. Wer solche Waffen benutzt, ist mit dem Herrn der Fliegen im Bunde. Ja, das haben die Templer auch gesagt. Stutzt kurz. Ja. Widme dich wieder deiner Ausbildung. Es ist wichtiger, wenn du dich fokussieren kannst. Überlass uns den Rest. Die erwachsenen Engel kümmern sich darum. Aber wenn ich helfen kann, dann helfe ich. Die erwachsenen Engel werden sich um diese Sache kümmern. Jawohl. Wahrscheinlich hast du durch deine Anwesenheit in diesem Dorf die Traumsaat dorthin geführt.
Wie? Sie können uns riechen. Ich bitte um Vergebung. Ich höre und gehorche. Vielleicht ist dir das eine Lehre, Inariel. Was ist es? Ich widme mich jetzt meiner Ausbildung. Seufzt lange. Dann dreht er sich weg. Ja, mit schwerem Herzen kehre ich in mein Zimmer und in die Ausbildungsstätte zurück. Vielleicht kriegt Inariel jetzt noch den Drang, mehr über Traumsaat zu lernen. Auf jeden Fall. Auch über ein bisschen was über diese Waffen. Vorsinnflutlichen Waffen. Irgendwie, ja, rausfinde. Also du wirst erfahren, dass es sie gibt, aber genau, also das ist Wissen, dass die Rameliten und vielleicht noch die Gabrieliten besitzen, wie das genau funktioniert alles. Ja, aber dann. Aber das ist nichts für unseren Orden. Das sind unheilige Gegenstände, die vorsinnflutliche Technik. Wer das benutzt, der. Ja. Ist mit dem Herrn der Fliegen im Bunde. Danke. Und du kannst vielleicht während dieser Ausbildungsphase dann berichten, ja, das ist wirklich so. Ein kleiner, unschuldiger Junge hat die Waffe berührt und hat auf einen Engel geschossen. Genau. Und alle werden mit großen Augen die gleichaltrigen Engel, also ja. Ja, und auch ein bisschen mehr über Erste Hilfe lernen als vorher. Immer mal wieder nach Normandie fragen, bis ich wahrscheinlich tatsächlich mit klaren Worten gesagt bekomme, dass es ihm schon gut geht. Ja. Er wird in den Raum des Tages gehen demnächst, in Roma Eterna. Das ist gut. Er hat der Kirche gut gedient. Ja, hat mir viel gezeigt. Für ihn war es seine Zeit. Er ist wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder zurück bei unserem Herrn. Gut. Ja, dann die Ausbildung. Konzentrieren auf die Ausbildung. Und vielleicht etwas mehr auf, nicht mehr nicht so leicht ablenken lassen. Nee, tatsächlich auch manchmal alleine bleiben und doch nicht so umherstreuen, sondern es ist, meditieren ein bisschen. Dieses Gefühl bleibt, dieses mit den anderen aus den gleichaltrigen Engeln, die immer mit dir zusammen üben. Du fühlst dich mit denen irgendwie nicht wirklich verbunden. Du hast irgendwie was gesehen, was die nicht gesehen haben. Du hast was erfahren, was sie nicht gesehen haben. Du interessierst dich für Dinge, die gern anscheinend sich nicht für interessieren. Irgendwas trennt dich von diesen. Ich werde es einfach Normandiel nachmachen. Ich werde auch irgendwann in den Raum des Tages kommen. Ich muss mich beweisen. Ich kann das alles alleine lernen. Ja, du lernst gut und eines Tages ist die Zeit gekommen, dass du mit größeren erwachsenen Engeln den großen Flug Richtung Roma Eterna anbrichst. Du weißt genau, wo man langfliegen muss. Du hast die Karten alle studiert. Kennst die Alpen, das große Gebirge, was hier überfliegt, großen Seen auf dem Weg. Weißt genau diese Landstriche, woran ihr euch orientieren müsst. Unterwegs übt ihr nochmal die letzten Formationsflüge. Urieliten haben einen besonderen Formationsflug im Anflug auf die heilige Stadt, dass man sie direkt als Engel des Uriel erkennt. Standesgemäß werdet ihr in Roma Eterna einfliegen. Ja, und da wird Inariel dann auch die Engelsweihe vom Papst Petrus Sekundus persönlich empfangen. Sein erstes Votivband umgeschnallt bekommen. Wahrscheinlich stolz wie Bolle. Und das erste Mal richtig auch Engel anderer Orden sehen. Und oh ja, Michaeliten, von denen habe ich viel gehört. Normandiel hat nicht zu viel versprochen, als du das erste Mal in Michaels Stadt, in Roma Eterna, ist generell sehr, sehr beeindruckend und viel, viel schöner und größer und prächtiger als Montsalvage. Und auch die Michaeliten. Ja.
spotten jeder Beschreibung, sind Lichtgestalten, gleißende, schöne, junge Engel, die auch die Engelsweihe gerade enthalten, die nicht mit dir reden, aber die dich ansehen und du hörst ihre Worte in deinem Kopf, was sehr, sehr beeindruckend ist. Und brauchst auch nicht zurückantworten, sie wissen sofort, was du denkst. Okay. Das ist einerseits sehr beeindruckend, andererseits etwas einschüchternd. Beängstigend. Ja. Naja, sie aus der Ferne beobachten ist vielleicht besser. Ja. Sie ist dann die. Sie anschauen von oben. Die in dunkle Gewänder gekleideten Gabrieliten mit den flammenden Schwertern, wie sie in Reih und Glied, nicht in so einer losen Formation wie diese Raphaeliten da drüben, irgendwie vor Petrus Secundus stehen. Sie ist die singenden Sarieliten auf ihren Flugscheiben, die immer noch, selbst als sie noch zwei Schritte vor Petrus Secundus stehen, noch in Bücher schreibende Ramieliten. Ja. Alles sehr beeindruckend. Und erst jetzt wird dir klar, dass du wirklich nur ein Teil der Engelsschar bist. Du bist das wache, allsehende Auge, denn das alles sind die anderen nicht. Vielleicht findet sich Inariel ein in eine Schar. Aber das ist eine Geschichte für eine andere. Keinen anderen Tag. Denn wir haben es genau geschafft, 2,5 Stunden zu spielen. Ja, passt ganz gut. Wow. Ja. Und eine kleine Ketzergeschichte. Ja. Gehabt. Cool. Immer also, das Raphaeliten-Bashing. Na, das ist kein In den Augen der anderen Orden sind die ein bisschen eigen. Aber das sind Urieliten in den Augen anderer auch. Ja. 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 Das schön. Sind die ersten Wochen und Monate im Leben des Inariel. Ereignisreich und wahrscheinlich für das Leben prägend. Auf jeden Fall, ja. Und auch so für mich jetzt auch nochmal ein bisschen, wie der, die Urieliten so drauf sind. Finde ich auch sehr cool. Mir gefallen sie. Ja. Bin gespannt, wie Inariel sich dann in die Schar eingliedert. Die anderen ja, Engel sind ja im Chat und haben schon fleißig kommentiert. Ja, und vielleicht finden wir gemeinsam noch heraus, was es denn da, was mit, was da passiert ist. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht lassen wir es einfach. Mal gucken. Schauen. Wie weiß. Ja, er ist in Normandie, er ist ja jetzt wieder zurück. Bei Gott. Tag, des, Tag des Lichts, Raum des Lichts. Ja. Raum des Tages. Ja. Genau. Ja. Ja, schön. Sehr schön. Also, ich hoffe, das war so in deinem Sinne, wie wir das irgendwie bespielt haben. Ja, doch. Sehr, sehr, sehr und schön. Du hast ein Gefühl dafür bekommen, wie dein Engel sich verhält, wo der herkommt, wie dein Orden tickt. Ich denke, dafür sind die Preludes und diese Ausbildungssachen sehr gut. Fand's total gut, gerade jetzt auch das intensive One-on-One immer. Ach, war gut drin, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, so, mir hat das auch sehr, sehr Spaß gemacht, ja. Ist auch sehr gut, wenn man, weil man dann die Chance halt auch hat, dass die anderen halt auch von sich aus Dinge anfangen zu erzählen. Ich hatte das Gefühl, dieses Mal hab ich weniger geredet als bei den anderen Malen. Das war ganz angenehm. Ja. Wo man natürlich viel beschreiben muss, weil ja, die Engel wissen ja halt noch nicht so viel. Ja, richtig. Ja. Da ist auch immer die Frage, so fragt man jetzt nach, weil man es nicht kennt oder kennt man das einfach oder... Ja, es ist so ein Geheimnis, dieses Ding, warum manche Sachen bekannt sind, mancher nicht. Mhm. Schön. Es scheint mir eine Geschichte sein, die der Nachforschung wert ist. Ja, Newman, vielleicht machen Sie das ja. Wenn Inariel sich irgendwann traut, das irgendwem auch mal zu erzählen. Erstmal muss er ja Vertrauen finden zu seinen... Ja, das wird... ja, mal gucken, wie die anderen so drauf sind. Ja. Ja, also jetzt haben wir schon eine Raphaelitin, einen Gabrieliten und einen Urieliten. In 2 Wochen werden wir dann die Michaelitin, gespielt von Feder, hören.
und sehen, wie gucken, wie das die Michaeliten so machen bei ihren Ausbildungen. Weil wenn ihr bis jetzt die anderen Preludes gesehen habt, ich glaube, die Orden sind von den Ausbildungsarten, vom Umgang mit den eigenen Engeln sehr unterschiedlich. Und ja, ich möchte auch noch mal meine Spieler bis jetzt, also die Loki und den D-Rex, auch noch mal ganz doll loben, weil die ganz schön in unser Gruppendoc eine tolle Zusammenfassung geschrieben haben von ihren Preludes. Ganz, ganz toll zu lesen. Voll cool, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Dann kann man ruhig mal auch mal für die Öffentlichkeit Lobe aussprechen. Fleißbienchen verdient. Ja. Vielleicht kann man ja die Geschichte auch irgendwo, wenn sie das wollen. Ja, vielleicht veröffentlichen wir die dann irgendwann mal. Aber ja. Im Prinzip ist es das, was ihr auch in den Streams sehen könnt. Ja. Mal schauen. Ja, und Yamera hat ja auch zugeguckt diesmal. Vielleicht hat man ihr ein bisschen die Angst genommen vor ihrem Prelude. Oder erst recht Angst gemacht, wer weiß. Ich hoffe, dass das nicht so krass wird. Ich habe da ein bisschen Angst um Yamera. Oh, das glaube ich nicht, dass du das machen musst. Ja. Alles gut. Alles gut, na gut. Ja, schön. Danke, dass ihr da draußen zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns auf YouTube, wenn ihr das nochmal entdeckt, diesen Stream, einen Daumen nach oben da und am besten noch einen Kommentar, weil Kommentare sind das Tollste. Daumen nach oben sind nicht so wichtig wie ein schön formulierter, nett gemeinter Kommentar. Und ja, davon leben wir alle, glaube ich, von Kommentaren. Die geben einem Kraft, weiter Geschichten zu erfinden und zu erzählen. Und ja. Genau wie die Kommentare hier. Das war zwischendurch sehr schön, was ihr da immer gemacht habt. Das hat mir beim Daniel ein bisschen gefehlt, aber da haben wir ja gestreikt, ja. An dem Tag, wo sein Preview war. Das stimmt, ja. Es war für mich übrigens auch eine sehr eigenartige Erfahrung. Ohne Chat, das Spiel ja sonst immer nur mit Chat. Das ist mal ungewohnt gewesen. Mhm. Ja. Und vor allem, wenn man es aufnimmt, dann trotzdem so zu tun, als würde man ja, das ist irgendwie weird gewesen, ja. Ja, ich hoffe, euch gefällt das mit Engel ganz gut. Dann, wenn euch das gefällt, dann schaut ihr in 2 Wochen einfach bei dem Prelude von Centariel hinein, der unserer Michaelitin. Und dann geht es in 4 Wochen an, ich glaube, Liberiel, genau, den Rami-Eliten. Und danach ist die Schar auch schon komplett. Das heißt, wir können dann voraussichtlich in 6 Wochen die Schar zusammenführen und schauen, wie die sich untereinander unterhalten. Heute Nachmittag gab es im Nordpol-Discord schon ein kleines In-Time-Geschreibsel. Ja, die ganze Zeit hier sind da, ja. Ja, das wird sehr ulkig werden, glaube ich, ja. Apropos Nordpol, da oben läuft die... Spiegelverkehrt. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Und schaut da mal rein, wenn euch Rollenspiel interessiert. Da gibt's ganz viele tolle andere Streams auch. Zum Beispiel auch vom Hotney auf dem Kanal Katze und Wolf. Wann gibt's da bei euch das nächste Mal was zu sehen? Am 16. Da gibt es Anon Armies. Und zwar mit dem da. Ich weiß nicht, wo er ist. Da, oder? Ja, genau, der spielt auch mit. Ja. Genau, das ist das nächste, was es bei uns live auf dem Kanal geben wird. Ja, also schaut mal euch den Kanal Katze und Wolf mal an. Ich verlinke den auch auf YouTube unten drunter nochmal. Dann könnt ihr da draufklicken. Falls ihr den noch nicht kennt, Schande über euch. Direkt ein Abo da lassen. Und ja, ansonsten auf diesem Kanal bis Sonntag warten. Da gibt es wieder Vampire the Masquerade V5. Und ja, ich rede nicht mehr viel drum rum und sage einfach gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.